Hallo ihr Lieben, ich darf euch wieder begrüßen zu einem neuen Video aus unserer Reihe Im Gespräch mit. Und wie ihr seht, sind wir heute im Gespräch mit Kerstin Simony. Für diejenigen unter euch, die jetzt zum ersten Mal vielleicht so ein Video von uns sehen, kurz der Hinweis, wozu das eigentlich dient. Der Hintergrund ist der, dass wir ja alljährlich den Channeling-Kongress feiern. Immer in der Oktoberwoche, in der letzten Oktoberwoche, so auch dieses Jahr. Und auch dieses Jahr ist die liebe Kerstin Simony wieder dabei. Und sie ist eine von mehreren Referenten, die Videos beitragen zu diesem Channeling-Kongress. Das sind dann Videos mit Channelings oder mit Meditationen oder mit Übungen ganz unterschiedlicher Art, die aber alle etwas zu tun haben mit der Anbindung mit der geistigen Welt. Und nun sind das eine ganze Menge von hochinteressanten, spannenden und wichtigen Videos. Aber viele stellen sich dann immer wieder mal die Frage, also diese Frage wurde auch an uns herangetragen, wer sind denn die Menschen hinter diesen Videos? Wir sehen zwar sie channeln und Übungen uns präsentieren, aber wir wissen gar nicht so viel über sie als Personen. Und da haben wir uns natürlich gleich gedacht, dem können wir Abhilfe schaffen. Mit sehr viel Freude sogar, weil uns die Gespräche mit unseren Referentinnen und Referenten immer sehr viel Freude bereiten. Und so entstand diese Reihe der Gespräche, die wirklich dazu dienen, euch Hintergründe aufzuzeigen. Wer sind diese Menschen, die euch diese Videos bringen? Und wie gehen sie um mit ihrer besonderen Gabe, hätte ich fast gesagt, aber es ist ja eine Gabe, die im Grunde jeder Mensch hat, die jeder Mensch erlernen kann. Aber Sie haben das bereits relativ früh in Ihrem Leben in der Regel mitbekommen und sind deswegen auf einem sehr geraden Weg zum Channel-Medium geworden. Also wir bringen verschiedene Gespräche und dieses Gespräch heute, zu dem ich euch also ganz, ganz, ganz herzlich begrüßen darf, darf ich führen mit Kerstin Simony. Sie ist ein Channel-Medium, das ich ganz besonders schätze. Wir sind seit über 10 Jahren miteinander bekannt. Inzwischen auch, es bringt die Natur der Sache, glaube ich, mit sich, glaube ich, befreundet. Und darauf bin ich auch sehr stolz. Es macht nämlich immer wieder viel, viel Freude, mit ihr zu reden, auch am Telefon einfach mal zu schwätzen. Und sie channelt Todd und seit einiger Zeit auch Ra und den Urschöpfer. Und das sind atlantische Energien in der Regel, soweit ich das überschauen kann. Da hat sich aber auch sehr, sehr viel im Laufe der Jahre bei ihr getan in Bezug auf das Channeln. Ich weiß noch, dass es vor 2 Jahren beim physischen Channeling-Kongress eine ganz besondere Situation war, Ra zu channeln. Und zum ersten Mal, glaube ich, war das damals, dass sie das zumindest öffentlich gemacht hatte. Und schauen wir mal, ob wir mehr erfahren über die Zusammenhänge. Deswegen, liebe Kerstin, ich würde dich einfach gerne mal fragen, wie bist du denn um Gottes Willen zum Channel-Medium geworden? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Im Grunde genommen, man versucht die Welten dahinter zu verstehen. Also ich bin schon von klein auf, dass ich immer... Ja, es hört sich vielleicht für den einen oder anderen seltsam an, aber ich hatte schon als kleines Kind, da kam dann immer mein Papa rein und zu meiner Mama, passt du mal bloß auf deine Tochter auf. Die dreht ja total durch, die sieht immer ganz, die redet immer von, dass sie Dinge sieht und. Aber also ich konnte schon als kleines Mädchen meine Oma, also verstorbene, links verstorbene, die habe ich einfach wahrgenommen. Oder was eben weniger schön war, dass ich immer schon vorausgeahnt habe, wenn irgendwas passiert oder jemand in Gefahr ist. Oder das sind im Grunde genommen so sensible Signale, die trägt jeder in uns. Das macht mich nicht zu irgendetwas Besseres. Oder es ist einfach, man ist unterschiedlich man lässt die Dinge eher zu. Mhm. Und für mich... Ja, ich wollte das dann immer wissen und dahinter begründen. Jedenfalls bin ich diesen Dingen einfach vollkommen natürlich als Kind schon immer nachgegangen. Und meine Mama hat mich dann immer so ein bisschen wieder geerdet und hat immer dann erklärt, dass das alles vollkommen normal sei. Und ja, also jedenfalls kam ich über die ganzen Jahre hinweg. Und richtig intensiv, weil sich das wirklich bei mir immer so aufgestaut hat. Also fing ich dann irgendwann an, frühe 80er Jahre.
Also wirklich schon, es ist schon, man fühlt sich so, es ist so das, der Zahn der Zeit nagt. Gnadenlos. Wir haben gerade jetzt, ich habe am vergangenen Wochenende ein Seminar gehabt und das davor auch. Und da ist mir auch so aufgefallen, wie schnell die Jahre vergehen. Ja, also dass man, da sind einige in der Gruppe dabei, die kenne ich nun schon über zehn Jahre. Ja, die kommen da jetzt jedes Mal schon fast immer. Ich liebe sie alle und jedenfalls stellt man fest, dass eben diese Zeit, die rennt wirklich. Jedenfalls fing ich in den frühen 80er an, Jahren an, mich dafür zu interessieren. Da kamen auch so die ersten, diese. Oh, jetzt haben wir einen kurzen. Gerade aus Amerika, viel aus Amerika. Ja. Dann waren so diese Schriften, ich habe zum Beispiel Tod niemals gerufen. Aber ich weiß, dass ich in den frühen 80er Jahren, so, das waren so die DIN A4 Bücher, da war auch von Lee Carroll noch Briefe nach Hause oder irgendwie, wie das hieß. Ja, ja. Und da hatte ich eben von Tod dem Atlanta die Smaragdtafeln auch in der Hand. Und die hatte ich mir damals irgendwie so, ich habe das gelesen und das hat mich so tief im Herzen berührt. Dann habe ich das mir so aufs Herz gelegt und dann hatte ich wirklich das Gefühl, als wenn ich das alles verstehe und kenne. Es war ganz komisch, ich kann es dir gar nicht sagen, da sind ja auch so Sachen drin. Es war einfach so ein Gefühl, als wenn ich irgendwas, ja, erkenne. Und das hat mich auch ein Stück weit erschrocken. Also es war ein ganz komisches Gefühl. Jedenfalls kam dann irgendwann so diese Channeling-Ausbildung, dann hatten wir so eine Gruppe, das waren mehrere Leute so zusammen in einer Gruppe, eine kleine, schöne Gruppe. Hans hieß der hat uns dann ausgebildet. Das hat er mit so viel Liebe gemacht und wirklich über viele Stunden und wir haben sehr viel gelernt. Und zum Beispiel bei diesen, das kann ich ja, wenn sich jemand zum Beispiel jetzt für Channeling interessiert, von denjenigen, die zuhören, da muss man ganz vorsichtig sein. Da gibt es viele Sachen draußen, dass man ja channeln lernen kann. Aber das darf, muss immer wirklich vollkommen frei vom Ego sein. Also wenn man das lernt, man denn eben, dass man sich langsam rantastet, wie verbindet man sich, wie fühlt man die unterschiedlichen Energien, wie man auch etwas unterbindet, zum Beispiel, wenn es sich negativ anfühlt. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und gerade jetzt zum Beispiel mit diesen, wir haben eine sehr hohe Schwingung. Wahrscheinlich könnte ich euch jetzt hier stundenlang zuquaddeln, quasi. Aber das würde jetzt das alles hier sprengen, den Rahmen. Aber um das in der Kürze zu fassen, jedenfalls, du musst eben gut geerdet sein und dann um die Anbindung nach oben zu haben. Und dann lernst du erstmal so die ganzen Teilaspekte kennen von diesen unterschiedlichen Schwingungen und mit wem man dann spricht und so. Es war ganz, ganz wunderbar. Das war eine wunderschöne Zeit. Und dann. Da gibt es auch direkt von Lee Carroll eine kurze Anleitung, worauf man achten soll beim Channeln, wenn man das selber versucht zu machen und da reinwächst. Ja. Und eine Sache ist sehr, sehr, sehr wichtig, das fällt mir in dem Zusammenhang natürlich spontan ein, nämlich wenn man da Stimmen hört und hofft, es sind Meister oder positive Wesenheiten, man sollte darauf achten, dass sie nie einem vorschreiben dürfen, was man sagt, sondern dass es immer nur eine Empfehlung ist und niemals das Wort muss auftaucht. Niemals, genau. Niemals. Das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Handreichung für alle, die versuchen zu channeln oder die überhaupt schon bis vielleicht ein bisschen angefangen haben mit dem Channeln und jetzt da weiter einsteigen möchten. Alles geschieht in einem positiven Zusammenhang und frei von jedem Zwang, weil das nämlich gegen den freien Willen des Menschen verstoßen würde. Entschuldige, wenn ich dich da jetzt unterbrochen habe. Alles gut. Das war mir in dem Zusammenhang ganz, ganz, ganz wichtig, weil das sind natürlich auch die Maximen, nach denen wir den gesamten Channeling-Kongress aufgebaut und eingerichtet haben. Also die Referentinnen und Referenten, die bei uns solche Videos und Channelings präsentieren, denen vertrauen wir alle. Und zwar deswegen. Ja, also Vertrauen ist da zum Beispiel, Vertrauen ist wirklich auch eine ganz wichtige Thematik. Also wie sich das bei mir alles aufgebaut hat, das war, ich habe zum Beispiel jetzt, also um das jetzt mal mit diesen Channeln wirklich ab, man sollte irgendwann, bei mir ist es so, das hat sich über die Jahre entwickelt. Ich habe auch meine ganz eigene Technik mittlerweile. Und bei mir ist das so, dass ich meinen Körper als Gefäß nur noch, ich gebe alles ab, aber nicht die Kontrolle jetzt vollkommen, aber ich achte, dass ich mich wirklich gut und sauber verbinde. Also es ist ganz wichtig, dass keine Störfrequenzen reinkommen. Und dann
sichere ich mich auch ab und ich habe dann so meine Kommunikation, so dass wirklich, ich sage, für die Dauer dieser Zeit stelle ich meinen Körper vollkommen demjenigen, also dem diesem dieser Verabredung, dieser Kommunik, diesem Channeling eben also ich, ja, ich, hört sich vielleicht für den einen oder anderen auch gruselig an, aber dadurch, dass ich eben mit diesem Thema Vertrauen, ich weiß zwischenzeitlich auch, mit wem ich rede. Also ich fühle, dass ich, das sind unterschiedliche Frequenzen, die sind bei mir fest. Das ist zum Beispiel beim Tod, ich sage immer Tod, weil Tod ist Tod, hat sich tot gelacht. Das ist immer ganz lustig, auch in den Seminaren, Tod ist der Brückenbauer. Ja. Also er wird sich auch niemals als, was er gar nicht mag, ist, dass wenn wir so da sitzen und uns, diesen, ohne großer Meister oder, das mag er gar nicht. Er ist einer von uns und im Grunde genommen ist er in dem Nebenraum jetzt, er leitet uns an, gerade um diesen Aufstieg, die neue Ära der Menschheit einzuleiten. Mhm. Und er ist der Brückenbauer. Für uns ist er immer der Brückenbauer. Der bringt immer hilfreiche, wunderschöne Hilfestellungen, wie wir Dinge von der vom Frequenzfeld ja ganz schnell erkennen, lösen, um dass wir wieder in der höchsten Frequenz schwingen. Weil dann hauptsächlich arbeite ich mit, in der letzten Zeit wirklich, hauptsächlich wirklich rar. Und es hat sich, ohne dass ich das, weil wahrscheinlich wäre ich dann vorher gar nicht bereit gewesen, das anzunehmen für mich. Du weißt noch beim Channeling-Kongress, wie ich was von der Bühne gefallen bin. Ich dachte, das war aber ganz hinreißend. Es ist dokumentiert. Hinreißend für dich. Also wenn man sich die DVD ansieht, Transformation gemeinsam mit deines Product Placement. Das ist ja aufgezeichnet, was du da auf der Bühne präsentiert hast. Das war wirklich nicht so sehr. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ja, aber ich sage dir nur, das war so eine Einleitung. Ja. Das war ja zuvor in einem Seminar, da hat der Tod noch zu mir gesagt, na, demnächst stelle ich dir einen Freund vor. Und dann, er ist ja immer so gerne, er mag immer das ganze Leben wie ein Überraschungsei. Ja? Das nimmt man ja alles so an. Er hat mir aber nicht gesagt, wen er da mitbringt. Und was er auch gar nicht, was er gerne macht mit mir, ist, dass ich bereite mich gerne, wenn ich ein Seminar gebe, vor. Also du möchtest auch nicht unvorbereitet irgendetwas machen, oder? Natürlich nicht. Aber zwischenzeitlich ist er so gemein, er ist wirklich gemein. Ich weiß, er hört zu, er ist gemein, freundlich gemein. Er lässt mich überhaupt gar nicht mehr vorbereiten. Er sagt mir gar nicht mehr, was kommt. Und er sagt immer, ja, alles wunderbar wird, alles vertraue. Vertraue einfach. Und zwischenzeitlich haut es mich wirklich so um. Das eine Mal hat er mich mit Ra erstmal verbunden und er legt sich auch um die Teilnehmer. Wichtig ist, dass ich das nicht alleine spüre, sondern ich bereite die Menschen auch so weit darauf vor. Ich gebe von all dem, was ich erlernt habe, auch immer an die Menschen weiter. Und ich gebe ihnen auch die Wurzeln und ich öffne den Himmel. Und ich verbinde das so, das ist nicht, dass ich das, ich bin einfach dieser, das hört sich dieses, ich mag das gar nicht aussprechen, ja. Das ist so bad. Aber es ist einfach, ich führe diese Gruppe. Und das ist wie, ich kann das nur sagen, das ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Du spürst, wie sich alles öffnet, wie du zum Beispiel, wichtig ist zum Beispiel, ich hoffe, dass ich mich nicht verhaspel, um das alles irgendwie auf den Punkt zu bringen. Auf jeden Fall ich gehe gleich wieder zurück zu diesem Punkt, aber ich wollte nochmal zu diesem Channeling sagen, dass ihr euch Stück für Stück wirklich daran arbeitet, dass ihr vor allen Dingen, wir haben nämlich jetzt eine sehr, sehr hohe Frequenz auf Erden. Wir sind in einer vollkommen anderen Schwingung, die ist gar nicht mehr so mit Worten zu beschreiben. Und alles geht sehr, sehr schnell. Aber gerade auch jetzt zu dieser Zeit müssen wir ganz vorsichtig sein, weil dann eben auch immer Störfrequenzen reinkommen können. Also die zum Beispiel Dinge, die Angst verbreiten. Also die Angst verbreiten, die Unsicherheiten verbreiten, die dich binden, die dich lähmen, die dich in irgendwelche Strukturen reinzwängen, wo du auch wieder dogmatisch irgendwo reingezogen wirst, das ist immer auf gar keinen Fall der Quelle gleich, dem Urschöpfer gleich. Und da wollen wir hin und da sollten wir uns auch anbinden mit. Da muss man wirklich aufpassen, dass da keine Zwänge oder du musst dies oder jenes. Wir haben wirklich gelernt, ich habe das durch Tod wirklich gelernt, wir haben die Möglichkeiten, dass alles ganz leicht sein darf, wirklich leicht sein darf. Und ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir das Kristallchakra so gut erklärt hat. Das ist das neue Herzzentrum. Es geht manchmal immer so unter. Wir sollen das war gerade jetzt wieder bei einem letzten Seminar so präsent und so wichtig, dass wir lernen,
immer wieder uns vom Wurzelchakra, die unteren drei Chakren, das ist immer so wie so ein Bauchmuskeltraining bei mir im Seminar. Also wirklich, dass du anspannst, anspannst, anspannst bis einfach zum Nabel, ja, also oberen, zum Sonnengeflecht. Dann hältst du die Schwingung und dann kommt Ra und der macht immer diese Waschmaschine, der transformiert und dann entstehen wirklich große Wirbel und dann spürst du, wie die Energie schon aufsteigt. Dann verbindest du dich mit ganz unten, das ist dieses Verbindungsmodul, was ja auch in dem einen Buch drin steht, das ist aktueller mehr denn je, weil wir kommen sonst ja aus dieser Dimension, wir müssen ja irgendwie diesen Schlüssel rausfinden. Wir finden ja, sonst aktivieren wir immer wieder unbewusst das alte System, diese neuen Schlüssel, wirklich vom Wurzelchakra bis zum Kehlkopfchakra, Herzzentrum. Oh, dann. Unten nach oben, wirklich alles in einem so schön öffnen, das ist so intensiv und so wunderbar. Und so fängt das Channeling im Grunde genommen wirklich während diesem Seminars dann auch immer. Für alle. Die können so viel Energien und alles, ohne dass sie das vorher trainiert haben, dann wahrnehmen, weil die in dieser Energie so eingeladen werden. Und das ist so schön. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich dann zu öffnen, der das wirklich möchte und also keine Angst haben. Also besonders, das ist immer, Tod sagt das jetzt auch immer, mit diesem Stinkemuff. Das ist Stinkemuff. Und wenn das Stinkemuff ist etwas, diese negativen Energien, das ist diese Brücke, die er baut. Ja. Wenn ich das mal kurz in den Baum reinmache. Und zwar, stellt euch vor, dass wann immer sich Dinge schwer anfühlen oder dass ihr sagt, na, ob ich das kann oder ich traue mir mal, ich traue mich jetzt nicht richtig so oder dies und jenes oder die kommen zu mir und fragen, Kerstin, meinst du, ich darf dies oder das oder was soll ich tun? Wir alle haben dieses Navigationsfeld in uns, dieses Herzzentrum. Wir haben wirklich ein riesiges Gefährt hinaus, ja? Das ist gigantisch groß. Und wenn wir hören, jetzt ist die Internet. Jetzt sehe ich dich wieder. Ja? Standest du mal kurz still, aber ja. Jetzt hör und sehe ich dich. Gut, okay, wir sind live dabei bei, genau. und vor allen Dingen hier bei mir ist eben ein bisschen Gewitter und Regen, also nicht Gewitter jetzt, aber es ist sehr, und deswegen kann es dann mal sein, dass die Internetverbindung abschmiert. Müssen wir mitleben. Auf jeden Fall, wenn ihr generell so diese, euch Dinge nicht traut oder ihr Angst habt und Sorge und gerade jetzt, gerade in dieser Jetztzeit, es ist so ein Feld der Angst dort draußen, die künstlich erzeugt wird. Und es ist im Grunde genommen so einfach, wenn wir alle aus uns heraus den Lachsack anknipsen könnten oder einfach so dieses Licht, weißt du, Licht, Liebe, Freude, Leichtigkeit, damit können die Frequenzen nicht umgehen. Und die sind in diesem Augenblick, wo du das tust, pop, können die nicht greifen. Bist du in Angst und Sorge und auch während, das ist auch noch, um das nochmal mit diesem Channeling generell abzurunden, du spürst, wenn etwas negativ ist. Du spürst, wenn etwas nicht passt. Du fühlst es dann sofort. Du bist in dem Moment wirklich feinfühlig. Es fühlt sich ganz schwer an. Du hast dieses Gefühl, du kannst da nicht richtig atmen. Also es ist etwas, was dich bedrückt oder bedrängt. Oder es ist einfach eine unschöne Energie, um es mal so zu benennen. Und dann musst du das sofort unterbrechen. Weil dann spürst du, dass sich gerade in deinen Kanal wieder etwas reingewaschen hat, was da nicht hingehört. Mhm. Und das ist eben eine Sache, die muss man trainieren. Bei mir ist es eben mittlerweile so, das kommt aus wutsch, wutsch, wutsch und ich mache einfach. Die wechseln sich auch ab. Manchmal sind wirklich alle drei zeitgleich drin, obwohl momentan ist wirklich, ja, es ist so. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, ja, die dann auch zu switchen. Du spürst richtig, wie die hintereinander wirklich miteinander auch immer diese Übungen zum Beispiel führen. Mhm. Und das bestätige mir, ich bekomme das dann nicht mit, aber auch andere dann immer, die Stimme und das alles irgendwie, Dinge verändern sich, die Frequenzen verändern sich. Aber es ist so ein wunderschönes Gefühl, wenn du vollkommen loslässt und in dieser Energie dann nur noch arbeiten darfst, weißt du, wirken darfst, dienen. Ja. Ich sehe das wirklich, das ist ein Dienen für mich. Ein Dienen und wir alle als Freunde gemeinsam eben wachsen. Dieses Channeling ist einfach so wunderschön. Und wenn du in dieser Energie bist, in dieser Liebesenergie, dann offenbart sich wirklich ein so gigantisches, unermessliches Feld der Heilung.
Du bist fast sturztrunken, so, also so weißt du fühlst dich so Ja. berauscht, so das ist wirklich, diese Energien sind unermesslich und die sind gar nicht mehr so zu die sind nicht mehr mit menschlichen Worten zu beschreiben, das muss man einfach mal fühlen. Aber ich darf das jetzt wirklich noch an alle dort draußen geben. Das ist ganz wichtig. Wenn sie mich vielleicht nicht danach nicht mehr hören oder mir nie wieder über den Weg laufen oder so, aber eine wichtige Botschaft, die ist so wichtig. Es ist bereits getan. Wenn ich den Menschen dort draußen sagen darf, ich habe so eine wunderschöne, wirklich so eine wundervolle Soufflöse. Wir alle haben das gespürt. In dem Raum, auch an den beiden Wochenenden. Wir wissen, dass wir frei sind und wir sind unantastbar. Wir sind wirklich unantastbar. Und wenn wir dieses Feld in uns einfach mal nur schon zur Kenntnis nehmen, es ist bereits geschehen. Es kann dort draußen nichts Negatives. Ich weiß, Entschuldigung, wenn ich auch ein bisschen vielleicht mal so schiele. So kann Ich weiß immer nicht, wo. Vielleicht gucke ich in die falsche Ecke. Ich versuche immer, einmal gucke ich dich in der Mitte an, dann oben. Also, wenn ich so den Silberblick habe, ich gucke sonst ganz normal gut. okay. Ich möchte bloß an alle dort draußen die Botschaft übermitteln. Und die Botschaft kommt wirklich ohne dieses, weil dort ist auch alles frei von dieser Hierarchie, vom höchsten Urschöpfer. Wir sind bereits, es ist bereits getan. Also das Negative ist jetzt dermaßen am Eskalieren und ihr werdet auch spüren, ihr werdet spüren, wie überall es noch mehr eskalieren darf. Am besten, ich habe am Seminartag, ich habe so oft diese Hängematte, den Strohhut so auf, ja, und eine fette Havanna, wer es unbedingt jetzt hart mag, die Havanna, oder eben einfach Popcorn, was Leichtes, gönnt es euch, entspannt euch und lasst euch da nicht immer wieder mit reinreißen in die Angst und rennt rum. Und seid so richtig wie aufgelöst in dieser Angst, weil ihr nährt damit ihr Frequenz, das Frequenzfeld. Und sie haben sonst nichts anderes, womit sie sich noch irgendwo hier halten können. Eins ist gewiss, sie können über diese vierte Dimension nicht heraus. Also da komme was wolle, Ende, da kommen sie nicht raus. Und somit versuchen sie alle Menschen, den Großteil der Menschen jetzt wirklich an dieses Niedere zu binden. Und nichts ist nährender und erfrischender und wohltuender für diese Stinkemuffs. Ich komme jetzt nochmal auf diese Stinkemuffs. Vielleicht fällt es euch leichter, so als kleine Totsche Brücke, wenn ich die mal jetzt hier so in den Raum werfen habe. Oh, bitte nicht lachen. Das hört sich, das ist wirklich, also er schickt uns immer. Wenn ihr spürt, also ihr spürt, dass etwas ganz euch in Angst und Sorge und Schrecken, ja, und wenn es die Impfbücher sind oder die, was auch immer da jetzt noch kommt, und wenn es nur noch eins gäbe, ja, das kann ja sein, und bis denen die Luft wegbrennt, in dem Augenblick, es ist vorbei, wenn wir aussteigen, also wenn wir atmen, wenn wir einfach das alles nicht mehr so bierernst nehmen und uns entspannen, weil in dem Moment haben sie gar keinen, sie haben keinen Stecker, wo sie mehr greifen können energetisch. Und in dem Augenblick ist es vorbei. Ja, wenn ihr also spürt, dass euch etwas wirklich in Angst und Schrecken versetzt, ja, es fühlt sich schwer an, ihr habt Angst. Dann stellt euch genau vor, dass ob ihr nun links oder rechts, wo auch immer ihr es tragen magt, oder ihr habt ein ganz großes, stellt euch das widerlichste stinkende Monsterchen, liebevoll Monsterchen. Es stinkt, es hat sich niemals geduscht, niemals. Ja, es ist so richtig speckig. Also wenn man so meint, es dampft und es zischt und es hat niemals, die Betonung niemals, sich die Zähne geputzt. Es mag ja sein, dass es Menschen gibt, die empfinden das als sportlich oder die wollen das gar nicht. Aber den Großteil, die haben gerne eine gewisse Körperpflege. Er hat sich niemals die Nägel geschnitten. Also alles, was auch immer ihr wollt, euch vorstellen könnt, wo es euch gleich schüttelt. Ihr wollt ihm gar nicht nahe sein. Der sitzt aber genau in dem Augenblick auf euer, gleich vollkommen gleichgültig wo. Und je mehr ihr Angst habt, ja, bitte nicht lachen, aber je mehr ihr jetzt Angst habt für euch, ist da dieses Monsterchen, liebevoll Monsterchen, ja? Es stinkt und es macht oh, mehr und es liebt es. Und je mehr ihr an Angst und Sorge um euch tragt, desto größer wird es und es will mehr und ihr nährt es. Und es wirklich, es ist eine Wellness, eine Kur, das wohltuende Kur. Ihr tut euch also
Schaden zufügen. Also ihr fühlt euch schlecht, die Energie geht immer mehr nach unten und seine Energie wächst. Mhm. Und das sollte sich jeder, du kannst, brauchst es ganz, nimm es nicht so ernst. Ja, guck ich so ernst? Nein, ich bin fasziniert davon, wie du das erklärst. Ich bin da völlig begeistert von. Das ist wirklich die Tod'sche Brücke. Also wer sich Tod vorstellen mag, er hat Spaß daran, uns das so zu erklären, dass es für uns richtig schlimm ist, dass in dem Augenblick, also so hat er mich erzogen, also ich bin erzogen, dass es dir in dem Augenblick richtig unangenehm ist, dass du sofort, du kommst gar nicht umhin. Mein Sohn zum Beispiel, der läuft dann vorbei, Mama, wen nährst du jetzt gerade? Mhm. Und dann in dem Augenblick hast du sofort, die wir uns immer wieder schaffen, in dem Augenblick lassen wir in unser Frequenzfeld diese negative Energie greifen, ziehen uns runter und wenn wir jetzt wieder auf dieses Quantenphysikalische hingehen, worauf ja alles basiert, also man kann das ja, es ist ja im Grunde genommen das, wo dieses, das, worüber wir auch reden, das ist ja auch wissenschaftlich letztendlich ja auch schon belegt, das ist ja nicht so, wie mein Vater trotzdem immer wieder noch so, der sagt immer zu mir, ihr alle, mit Antennen. Nein, das ist, für mich ist das wirklich sowas, es ist, ich muss damit leben, es gehört zu meinem Leben, ich werde es nicht mehr los und viele andere werden es auch nicht mehr los. Es ist etwas Schönes, es ist etwas Positives und es macht wirklich Spaß. Wenn man versteht, dass wir ununterbrochen durch unsere Gedanken und vor allen Dingen, nicht nur die Gedanken, auch gebunden an unsere Emotionen, da draußen diese Realität erschaffen, wir erschaffen die. Ansonsten ist das wirklich nur alles eine Illusion. Die erschaffen wir uns ununterbrochen. Und wenn es sich jetzt, wenn du siehst ja momentan, wie alles zusammenbricht und zum Beispiel gerade wieder weg gewesen. Jetzt warst du gerade wieder weg. Hm? Ja, du warst erstarrt auf dem Bildschirm. Das ist nicht wahr. Ein Standbild. Genau. Ein eingefrorenes. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Also, dass wir uns in Schwingungsebenen bewegen sollten, die uns fernhalten von den niederen Frequenzen. In jedem Fall. Und da gibt es so unzählige Möglichkeiten. Du machst das mit einem herzerfrischenden Humor. Und jeder andere kann das auf seine Weise auch so machen. Sicher. Und sei es, dass er einfach ganz bierernst sich irgendwo hinsetzt und meditiert. Ja, das kann er tun. Aber da ist Tod zum Beispiel auch wieder mit der sportlichen Variante unterwegs. Ja. Er hat die Herausforderung. Also man kann den Aufstieg ist ja der Abstieg. Also wir holen ja, das weißt du ja, über das Verbindungsmodul der Transformationsschlüssel. Dieses Verbindungsmodul, was da drin ist, in diesem Kornkreis. Das ist das, was wir jetzt ununterbrochen, wir befinden uns mittendrin, dass wir ja das Paradies wieder auf Erden zurückholen. Wir holen das durch unser Herzzentrum und durch unser geistiges Zentrum. Wir verbinden uns vollkommen mit dem Urschöpfer und wir holen sozusagen diese Frequenz des Urschöpfers durch unser Sein in der vollkommenen Liebe wieder hinunter in unseren Körper, weißt du, und finden die, und lassen es hier erstrahlen. Ohne uns ist es wirklich so, dass ohne uns kann der Urschöpfer nicht wirken. Er braucht, das steht, glaube ich, auch in dem Buch ganz wundervoll drin, er bedarf wirklich, ist wirklich von ihm ein Flehen, was ausgeht. Er braucht unser Herz und unseren Geist, um hier wirken zu können. Das ist unser aller Aufgabe. Unser aller Aufgabe im Hier und Jetzt. Das ist der Sinn des Lebens. Wir waren alle hier und haben geschrien, ganz laut geschrien, dass wir hier mitwirken wollen. Ja. Und vor allen Dingen kommen wir auch rein in ein unendliches kosmisches Feld der Vergebung. Das ist so wichtig, dass wir nicht nur zu uns lernen, diese Liebe aus dem Herzen zu leben. Das ist alles aufeinander aufgeschlüsselt. Ohne dieses, wenn wir zum Beispiel wichtige Teilaspekte unseres Seins außen vor lassen oder verdrängen, und das fängt eben immer bei uns an, diese Liebe zu allem, was ist, die Liebe zu uns und vor allen Dingen dann auch diejenigen, die uns die schlimmsten Seelenverträge, die schlimmsten Verabredungen oftmals dann vielleicht auch im Hier und Jetzt, so in Partnerschaften hat man es ja dann, dass man sich dann immer aneinander gerät oder sonst, oder auch wo es auch schlimmer, noch ganz schlimm kracht. Wenn wir erkennen, bei uns selbst erkennen, dass dieser, jene oder diejenige uns das nur zukommen lässt,
aus bedingungsloser Liebe. Wir hatten eine Verabredung. Wir sind verabredet gewesen und es ist für viele so schwer zu erkennen, dass derjenige, dass wir dem versprochen haben, ihm zu vergeben. Und dann nicht nur diese Vergebung, sondern es wirklich auch, es muss konform gehen mit unserem Herzen. Es ist wie mit diesem, Tod sagt ja zum Beispiel auch immer, das Frau-Holle-Prinzip nennt er das ja bei mir immer in den Seminaren auch. Das ist das Frau-Holle-Prinzip. Du hast einmal, wenn du etwas alles gütig tust, freien Stücken aus dem Herzen heraus, wie die Goldmarie. Mhm. Ich finde auch Grimms Märchen, als wenn die irgendwie auch gechannelt haben schon damals. Da war ja so viel Wahrheit drin in allem. Ja, es ist selbst gut. Ne? Also es hat sich tradiert, von daher werden das sehr, sehr elementare Zusammenhänge sein. Ja. Mhm. Also, dass du, wenn du etwas, das ist wirklich, das, und das stimmt so immer wieder überein, das zieht sich wie ein roter Faden durch alles. Wenn du etwas mit Güte tust, aus deinem Herzen und nicht nur, das ist wirklich auch das Obacht für unseren aller Aufstieg. Wenn wir Dinge nur aus dem Ego heraus tun oder nur, naja, wenn ich dies und jenes und ich bin jetzt zu dem Obdachlosen oder zu dem Tiergut oder das lasse ich und ich bin jetzt nur so vermeintlich gut oder vorgetäuscht, scheinheilig gut. Und ich gehe davon aus, dass ich ja dieses und jenes dann erhalte, weil die Goldmarie, die hat es ja vorher auch schon erhalten. Also muss ich ja funktionieren, wenn ich das Gleiche tue. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja? Das Herz muss immer konform gehen mit dem. Ja, es muss immer konform gehen mit all dem. Ich glaube, jetzt ist gerade bei mir geklingelt. Hat es gerade geklingelt. Kein Problem, das macht nichts. Aber vergessen, das auszuschalten. Auch das macht nichts. Okay. Du hast jetzt ein paar Mal schon, entschuldige, weil ich hoffe, ich platze dir jetzt nicht rein in etwas, was du gerade entwickeln wolltest. Du hast ein paar Mal Ra erwähnt. Mhm. Ich glaube, es wird einige Zuschauer geben, die jetzt gar nicht wissen, dass du Ra channelst. Also du hast Bezug genommen auf dein Buch Der Transformationsschlüssel und auf den Kornkreis, der da abgebildet ist auf dem Foto in dem Buch. Und das ist das Buch, in dem auch ganz stark Ra schon zum Tragen kam. Ja, ja, da hat er uns beide doch reingelegt. Da waren auch noch diese, da war dieser Lückenfüller drin. Und hätten wir nicht, ich sollte noch mal auf den Kornkreis gucken. Ja. Und dann habe ich dich angerufen, habe gesagt zu dir, Michael, guck mal, das eine Kapitel, ich glaube Kapitel 11, der Transformationsschlüssel selber. Und da wiederholt sich der Satz immer und immer wieder. Und da hast du gesagt, nein, das kann. Ja, stimmt. Und dann hast du gesagt, das muss jetzt aber in den Druck und das kann ja gar nicht mehr. Und das war dem geschuldet, ohne das jetzt böse zu nehmen. Aber wir hatten ja so einen Druck, dem Termin, und er ist überhaupt noch gar nicht zu Worte gekommen. Ja. Und da hat sich das, ich habe drüber gelesen, mein Sohn hat drüber gelesen, du hast das sogar schon gesetzt und gelesen. Es ist keinem aufgefallen. Und dann hieß es ja, wie sollen wir das denn jetzt noch schaffen? Und dann hat Ra ja das Kapitel noch ganz schnell. Das war dann da. Genau. So arbeiten die eben auch von einer feinstofflichen Welt. Auf jeden Fall. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die keine Zeit kennen, wie wir sie kennen. Ne? Genau. Das ist das Dilemma. Ne? Wir sind dazu gezwungen, eigentlich nach und nach die Dinge zu machen. Genau. Und wenn wir das nicht hinkriegen, gibt es Chaos. Aber was wir erhalten, ist relativ zeitlos. Das sind Informationspakete, die in einem Rums sozusagen runtergeladen werden. Und wir dürfen das dann sortieren letztendlich bei der Weitergabe. Ne? Also das ist immer das Schwierige. Und das war ein ganzes Kapitel. Das die ganzen, exakt diese Seiten, die waren, das ist wirklich ein paranormales Phänomen. Das hat sich wirklich exakt genau reingepasst und dann auch, das hat auch einen Sinn ergeben und war im Fluss. Und zu den, die sich vielleicht fragen, wie das mit Ra ist. Ich habe Ra nicht gerufen. Und mir kommt Ra, also er stellt sich bei mir immer vor, als die Urquelle, der Urschöpfer. Und er ist die erste Schöpfungsebene darunter, die erste Schöpfungsebene energetisch. Mhm. Und er ist für uns alle, er hat diese Siegelfrequenz, also diese Siegelfrequenz bei uns, hier in diesem Trainingscamp Planet Erde, gütige Göttin der Materie, die ja in der Tat letztendlich das gespiegelte Gegenüber, der geronnene Geist des Urschöpfers innerhalb der Materie ist. So bekomme ich das immer. Alles andere sind für uns Räume, wo wir daran wachsen können. Mhm. Aber letztendlich gibt es nur diese Ebenen. Also alles andere ist Sportspiel, Spaß und Spannung. Mhm.
Das sind die Manifestationen, unsere kollektive Wahrnehmung. Ja. Und jedenfalls diese Ebene, die davor steht, ist die erste, die wirken kann, also die auch handeln kann, aktiv sein kann. Und aus dieser Ebene erschufen sich diese 7 Schöpfergötter, die einzelnen Schöpfergötter, die ja zum Beispiel auch sehr gut, wenn ihr mögt. Jeder von uns hat individuell ja Aufgaben, die in der Seele gefestigt sind. Die sind so, ja, die sind im Fluss mit uns und die wirken auf uns. Da können wir uns auch gar nicht, solange wir uns in dieser Polarität bewegen, können wir uns auch gar nicht von abtrennen. Und diese 7 Schöpferstufen, diese 7 Siegel, die haben wir auch in unserem Herzen. Und diese 7 Schöpfergötter zeitgleich wirken auch durch uns. Und die sind zum Beispiel beim Tod im Alltag, sind die ja auch drin, ganz wunderbar erklärt. Also wenn ihr euch zum Beispiel mal, wenn ihr mögt, ist kein Muss, das wirkt auch trotzdem auf uns. Schöpfergott ist immer ein Ruf unserer Seele im Text drin. Wenn ihr das nur das vielleicht abschreibt oder abkopiert und auf euer Herz legt oder euch das nachsprecht, das wirkt so intensiv auf uns, auf unser Herz und es öffnet, wir haben in unserem Herzen eine Siegelfrequenz und diese Siegelfrequenz wird bewacht von Ra, Sonnengott Ra. Das wird ja auch in diesen alten Schriften auch immer, die haben ja diesen Sonnenkult auch immer gehabt, ne? Mit dieser Sonne. Das heißt wirklich, ich habe das so intensiv jetzt auch zum Beispiel die letzten beiden Wochenenden fühlen dürfen, das ist, wenn sich wirklich das Kronchakra so weit öffnet und du diese Frequenzen runterholst zu dir, das ist wie ein gigantischer Wirbel aus Energien und Frequenzen. Und das ist keine Einbildung, das kannst du dir wirklich, das fühlst du, das ist auch, da ist ein kosmischer Wind. Wir haben gesucht nach offenen Fenstern, die waren zu. Ja, wir haben während der Übung, die waren zu. Und es war ein Wind. Und der war so hochfrequent. Und das ist wirklich das, wenn du dich dieser Sonne öffnet und diesen erkennst, dass wir alle diese Sonnenkinder sind, dass wir alle Kinder des Ra sind, ja, dass das letztendlich unser Ursprung ist, dass das unser, das ist wie ein Leitstrahl, der uns wieder zurückhilft, weißt du? Direkt in die Quelle. Das ist eine Schöpfungsenergie, offensichtlich. Schöpfungsenergie, ja. Aber ja. Sie ist so sanft und so wundervoll und so schön. Und sie, bei mir ist das immer so, als würde sich ein Mantel um mich legen. Also ja. Um mich legen und wirklich. Und bei mir ist es so, wenn ich diesen Kanal zum Beispiel jetzt. Ich habe das ja nicht gerufen, das offenbart sich bei mir so. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe mich da gesetzt, ich will. Das war einfach auf einmal da. Wie die Jungfrau kam sie dann zum Kinder. Es ist so unbeschreiblich, weil von vorne zeitgleich. Das war jetzt wirklich jetzt erst an dem letzten Wochenende und das Wochenende davor habe ich das erste Mal gemerkt. Ra kommt von hinten um mich rum und dann ist es, als würde sich wirklich alles auflösen und von vorne durch mein Herzzentrum, das große Herzzentrum und mein geistiges Zentrum, als wenn sich der Geist ranlegt und mit mir und das Herz vom Schöpfer, als wenn es dann ein riesiger Kanal, wirklich ein riesiger Kreis, wie ein Wirbel sich bildet. Und genau das überträgt sich dann auch auf die Teilnehmer, die offenen Herzens sind. Das ist, man erzeugt so viel in der Gruppenenergie. Und ich möchte das nochmal wirklich als Botschaft auch an die Menschen rausbringen. Es ist wirklich, es ist getan. Ich spüre es, wir alle wissen es, wir haben das wirklich alle so leibhaftig gespürt. Habt draußen bitte keine Angst, weil ihr nährt die falschen Kandidaten. Und die haben ohnehin schon längst verloren. Das Ding ist gelaufen, deswegen eskaliert auch alles immer schneller und es wird noch mehr zusammenbrechen. Und wenn es dann noch mehr kracht und rumpelt, dann macht richtig, ja, wohin geht es denn jetzt noch? Wo wir letztendlich in diesem Schöpfungsraum, wir sind ja alle diese Schöpferseelen, wenn wir immer höher und höher gehen und es immer mehr trainieren, dann guckst du siehst alles auf einmal, du hast das, du hast nicht mehr das Gefühl, du bist das Opfer, weißt du, was hier hin und her rennt und was keinen Überblick hat, sondern du gehst mit deinem Bewusstsein und deinem Herzen so hoch, dass du, ich hoffe, dass die Frequenzen und das alles irgendwie aufzeichnen und wir keine Störfrequenzen haben. Nein, 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 bei mir ist wirklich,
Ich habe hier wirklich noch eine Bambusleitung, ja. Es funktioniert wunderbar. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, was du da erlebst, ist der Aufbau eines Energiefeldes. Das sehen auch deine oder erleben auch die Teilnehmer deiner Seminare. Und dieses Energiefeld ist angebunden oder geht aus von der Sonne. Ist dann die Sonne auch eine Art Portal? Und wohin führt das letzten Endes? Wir sind ein vollkommener Fluss dann. Das baut sich immer und immer mehr auf in dieser Energie. Ich kann das nicht beschreiben. Wir bauen, es ist, als würde vorrangig Ra und Tod. Tod führt uns auch erstmal durch die praktischen Übungen. Und dann bindet sich Ra in unseren Körper rein. Und ich bitte auch immer, ich sage ja einige Dinge dann auch vorher, wo sich automatisch bei allen anderen Anwesenden auch diese Portale öffnen. Ich kann auch, das ist auch immer wieder anders. Jedes Seminar ist anders, weil es bildet sich immer eine liebevolle Freundschaft und Verbundenheit im Herzen mit dieser Gruppenenergie. Mhm. Und das ist so, wenn wir alle offen sind, da holler die Waldfee, da geht es dann aber ab. Ich sage es dir, du spürst nur noch, wie dein Herzzentrum und dein geistiges Zentrum nach oben auf und du bist wirklich ein strahlendes Lichtfeld. Und dann löst sich alles fesselnder auf und du siehst, dass du rauskommst aus dieser Pendelbewegung, weißt du? Dass du kommst vollkommen raus und du nimmst einen Ort innerhalb der Stille ein, der manifestierenden Stille deines Herzens, unser aller Herzen. Und das ergießt sich dann. Das ergießt sich über das gesamte planetare Feld. Das ist etwas ganz Großes. Es ist so groß und du weißt einfach, dass es bereits getan ist. Dass bereits alles, schau mal, vor so vielen Jahren haben so viele Menschen immer gesagt, wir wollten ja die neue Ära der Menschheit. Ich sage immer die neue Ära der Menschheit. Manche sagen das goldene Zeitalter, was auch immer. Es ist die neue Ära der Menschheit, die in einer sehr hohen Frequenz schwingt. Und ich weiß nur, dass wir das Geschenk haben, dass wir weit über diese Frequenz hinausgehen, wo noch diese Bindenden uns angreifen, weil die Möglichkeit haben, dass sie sich weiter nähren. Die dürfen nicht über die vierte hinaus, die kommen da nicht hinaus. Mhm. Und wenn wir uns mit unserem Herzen und unserem geistigen Zentrum so hoch anbinden, und da haben wir eben diese Portale unseres Herzens und durch die Sonnenfrequenzen, wenn wir uns, das war ja vorbereitend schon 2013 mit dieser CD Macht der Sonnentore, da wurden wir ja vorbereitet schon, um diese Frequenzen so mal aufzubauen. Jetzt ja. Das Licht von oben kommen so stark, weil es ist getan und es reicht, wie soll ich das beschreiben, es ist wirklich spürbar, ein positiver, kennst du so ein liebevoller Zorn vom Schöpfer? Ja. Es reicht. Ja. Es ist eine Frequenz durchgekommen, dass es reicht. Ja. Und das ist eine ganz starke Energie. Ja. Das ist eine ganz, ganz starke Energie. Und wenn wir jetzt von dieser Energie, wenn du von dieser Energie redest, ja natürlich, wenn du von dieser Energie redest, da bewegen sich die Teilnehmer drin, da bewegst du dich drin. Mhm. Wozu dient diese Energie? Ist das ein reines Heilfeld? Ist das ein Feld sozusagen, das die Frequenz unserer künftigen Heimat enthält? Ist das eine neue Grundlage für noch weiteres Wachstum? Wird von diesem Feld aus die neue Welt geschaffen? Oder ist das sozusagen etwas, was wir immer neu anzapfen müssen? Oder werden wir künftig dort leben? Wir leben dort. Also erstmal ist dieses jetzt momentan, diese Portale, die geschaffen werden und diese hohen Energien, die hier auf die Erde fließen. Und es ist wirklich getan. Wir haben, das ist wirklich, du hast gespürt, wie die Träne des Urschöpfers durch unser aller Geist geflossen ist. Und es hat sich wirklich über das ganze Planetare ergossen. Ich kannte, das war so, so viel und es war so wunderschön. Und dieses Feld ist einerseits ein Feld der Heilung, der vollkommenen Heilung des Höchsten, weil du kannst dich bestimmt daran erinnern, deswegen hattest du mich ja damals auch angeschrieben. Lange, ja. Und so bin ich ja auch zu dir gekommen. Ja, weil wir miteinander arbeiten wollten auch. Und in dem ersten Buch, es war immer wieder, das wurde hingewiesen, die Geschichte wiederholt sich gerade. Die Geschichte wiederholt sich wie damals, vor ja diesem Untergang von Atlantis und diesem Ganzen. Wir waren alle schon, alle, die jetzt hier sind und die im Herzen offen sind. Und die spüren, dass da mehr sein muss. Und die sich alle nach diesem Frieden und nach dieser Liebe sehen. Wir alle waren damals schon mal inkarniert. Und wir hatten ja diesen
diesen Zustand, dass wir, dass ja diese unsere vollkommene Struktur, DNS-Struktur, die wurde ja schon einmal gekappt. Wir wurden ja von diesem Ganze schon mal, die Seele wurde ja schon einmal von diesem Lichtkörper, die Seele und Geist, das wurde getrennt einfach. Körper, Geist, Seele. Also in Atlantis meinst du jetzt? Genau, genau. Und die konnten sozusagen, haben keinen Zugriff mehr gehabt auf ihr, auf den Zugang zu wissen, sie wurden einfach abgetrennt von der Quelle. Mhm. Und nur der Atem. Kommt mir sehr ähnlich vor zu dem, was gerade eben passiert. Ja. Genau, genau. Ja. Und das bekomme ich, das ist wie ein ganz lautes, was mir Tod auch immer wieder sagt, achte darauf, die Geschichte wiederholt sich jetzt gerade. Mhm. Wo wiederholt sich? Es ist wieder ein Eingriff. Wir sind jetzt wieder durch diese galaktische Reise gegangen, ja, einmal rum, wieder eine Runde angestellt. Und jetzt ist es ja wieder an dem Punkt, wo wir an die nächste Ebene ankoppeln sollen. Und jetzt stellt sich wieder, weil die Angst haben, die kommen ja, die haben Angst. Also wenn wir mal zur Kenntnis nehmen und wir spielen wie SpongeBob Schwammkopf, wenn ich vielleicht kenne, da gibt es ein Kapitel Gegenteiltag. Die spielen Gegenteiltag. Patrick, der kleine Seestern und SpongeBob. Also wenn ihr das mal so betrachten könntet, oder wie täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ihr würdet in euren Herzen, wenn euch die Angst ereilt, ja, ihr würdet in eurem Herzen sofort sehen, es kommt jetzt auf euch etwas zu, was euch wieder binden möchte. Und ihr würdet dann sagen, aha, oder ihr würdet das nicht so bierernst nehmen, so würdet ihr euch gleich wieder rausnehmen aus der Energie, weil die haben ganz große Angst, uns alle zu verlieren. Und wenn da jedem ein Licht angehen würde, endlich mal, dann würden das, ist wirklich so, sie könnten, diese Energien können zum Beispiel an nichts, alles ist stärker als die Liebe. Und das Herz hat so ein hohes Frequenzfeld, wenn wir in dieser Liebe und in dem Urvertrauen, dass uns, solange wir in diesem Licht und in diesem Urvertrauen schwingen, uns keinesfalls irgendetwas Negatives angehen kann. No, nichts ist so stark wie die Liebe, meintest du. Ja. Nichts ist so stark wie die Liebe. Ja, ja. Genau. Oh, der deutsche Versprecher, nein. Habe ich gesagt was anderes? Nein. Du sagtest... Sagtest was anderes, aber das ist jetzt wurscht, weil ich weiß, worauf das hinausläuft. Ne? Also nämlich auf genau diesen Punkt. Nichts ist so stark wie Liebe, weil das nämlich die hohe Schwingung ist, in der wir uns alle bewegen. Ja. Und in die wir aufsteigen dürfen. Wenn du von den niedrigeren Frequenzen sprichst, dann läuft das immer darauf hinaus, wieder, immer wieder, nicht nur bei dir jetzt, um Gottes Willen, nein, sondern es ist das Grundprinzip, dass die einfach nicht mithalten können. So ist es. Dass die nicht mithalten können, weil sie einfach nicht ausgerichtet sind auf diese höher schwingenden, wie soll man es nennen, Möglichkeiten. Ja. Also sie kennen diese Räume überhaupt nicht. Und daher, das hast du ja auch so wunderschön schon deutlich gemacht, klammern sie sich verzweifelt an alle Wesen, die sich wieder runterziehen lassen können, auf die eine oder andere Weise, weil sie vielleicht gerade verärgert sind, weil sie vielleicht gerade Schmerzen haben. Und auf diese Weise zehren sie dann weiter auf ihre alte Art. Und dem können wir eigentlich ziemlich leicht entgehen. Ne? Indem wir zum Beispiel so schön fröhlich und locker leicht diese Zusammenhänge präsentieren, wie du das jetzt, aber uns selbst präsentieren. Ne? Also die Leichtigkeit in uns dann auch leben dürfen. Ja. Ja. Immer wieder zurückkehren in diese Leichtigkeit. Genau. Und vor allen Dingen, wenn die Menschen dort draußen sich auch zusammenschließen und vor allen Dingen kämpfen. Die Zeit ist jetzt gekommen. Ja, Entschuldigung. Dieser Kampf, der Kampf, der erzeugt ja auch immer wieder ein Gegengewicht, weißt du? Wenn wir einfach in ein tiefes Vertrauen und wir wirklich mit unserer Macht unseres Herzens sagen, bis hier und nicht weiter, stopp. Mhm. Das sind wirklich... Das ist ein ganz lächerlich kleine Partikelchen, die versuchen, da irgendwo auf uns überzugreifen. Im Großen und Ganzen erwacht global jetzt das große Ganze. Und um es wirklich nochmal auszusprechen an alle, es findet den Frieden in euch. Es ist bereits getan. Das Negative wird keinesfalls siegen. Und wenn die nochmal mit noch schlimmeren oder noch mit sonst ein Erpressen wollen, ja, das ist nur ein verzweifeltes Mittel nach Druck, wo man nur irgendwie Druck und Grenzen setzen kann und Druck erzeugen kann. Das ist alles künstlich. Und wenn man da schaut und so sagt, oh ja, wie niedlich bist du denn? Ja, wunderbar, gib mir doch mal Milch. Gucci, Gucci, Gucci. Und die können nicht greifen, ja? Die können einfach mit dir... Das ist wirklich wie auch in diesem
Quantenphysikalischen. Du hast eine Aktion und eine Reaktion. Wenn du in deinem Schwingungsfeld entsprechend ausgestattet bist, also ausgerichtet bist, können die dann nicht greifen. Die kommen bei dir nicht ran. Also wenn man vollkommen entspannt ist und liebevoll ausgerichtet, kann dir nichts passieren. Deswegen kommt in euer Vertrauen. Haltet zusammen. Vernetzt euch, findet neue Wege, vor allen Dingen das Alte. Jeder hat nach dem Neuen geschrien, ja. Das Alte muss zusammenbrechen. Es müssen sich neue Dinge dort draußen offenbaren. Es muss neue Energien, überhaupt neue Möglichkeiten. Wir haben ja auch ganz andere, jeder hat ja seine individuellen Berufungen und auch Talente, die ja oftmals in diesem ganzen Wirrwarr dort draußen, in diesem Sklaventreiben auch untergehen. Das muss alles in einem Feld der Heilung, in einem großen, wundervollen, weißt du, es muss wieder in Harmonie kommen. Ja, und es wird dann erkannt. Ich denke, das Feld der Heilung, von dem wir alle sprechen, wir meinen das Gleiche damit, sowohl du wie auch wir hier, die wir den Kongress machen, das ist mit dir, dank deiner Hilfe auch, ist einfach das Feld, in dem wir zu diesen Erkenntnissen kommen können, in dem wir unsere Talente finden können und jeder seine eigene Persönlichkeit auch ausprägen und leben darf und sich auf der Ebene natürlich auch auf der Ebene er auch weitere Menschen kennenlernen wird. Also mir hilft in diesen Zusammenhängen immer sehr, wenn ich mir vorstelle, wir sind nicht alleine in dieser Angebundenheit, also nicht nur als Menschen auf der Erde alleine, sondern der ganze Kosmos ist erfüllt von intelligenten Wesen, das ganze Universum, die ebenfalls angebunden sind und jeweils trotzdem in unterschiedlichen Frequenzen sich bewegen. Da gibt es natürlich die sich auf derselben Frequenz wie wir bewegen, auch wenn es Aliens sind, die wir ja auch sind letzten Endes, aber egal. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Wesen, die sich in anderen, leicht zu uns versetzten Dimensionen bewegen, ebenso angebunden sind. Und wenn wir uns hier zum Beispiel auf der, sagen wir jetzt mal, dritten Dimension bewegen und versuchen, in die vierte oder fünfte Dimension zu gelangen, sind das vielleicht Wesen, die von der fünften in die sechste oder siebte Dimension gelangen wollen und die das aber auch nur können, und das ist jetzt der eigentliche Clou, der es mir so leicht macht, das Große zu sehen, wenn wir den Weg vom dritten in die fünfte Dimension schaffen. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn wir hier auf der Erde den Aufstieg schaffen, und das heißt nur eine andere Umgehensweise mit uns selber, dann schaffen diese anderen Wesen ihrerseits auch den Aufstieg, den sie anstreben, den sie brauchen für ihre persönliche Weiterentwicklung. Und in dem Augenblick, so geht es zumindest mir, wo man klar erkennt, in welche Dimension, also in welche Größenordnungen das alles eingebettet ist, wird es so viel leichter zu verstehen, was hier auf unserer Ebene passiert. Ich meine, Todd ist derjenige gewesen, der auch die hermetischen Gesetze formuliert hat, als Trismegistos. Ja. Und da eines dieser Gesetze lautet, wie im Kleinen, so im Großen. Ja? Also es ist eine unendliche 3D-Situation, eine Hologramm-Situation, in der wir uns bewegen und der Aufstieg selbst macht da keine Ausnahme. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir uns hier auf der Welt gerade in einer Situation befinden, die auf eine bestimmte Weise herausfordernd ist, so geht es anderen in ihren Welten, ob die jetzt räumlich an unserem Ort sind oder woanders, ganz genauso in der Verbindung mit uns. Ja. Und das macht es sehr viel leichter, finde ich, zu sagen, hier, du kleines Monsterchen, wie du es jetzt gesagt hast. Zu naja, so klein ist der nicht, der wächst. Zieh mich mal nicht runter. Ne? Ja. Der muss richtig stinken. Das ist schwer. Ja, aber es muss ein Stinkemuff sein. Ein Stinkemuff, das ist wichtig. Ja, es muss wichtig sein, weil du willst es nicht haben. Ja, das stimmt. Ja, genau, es soll kein Schoßtier werden. Ja. Weil wenn du diese tote Brücke baust, das ist eine tote Brücke. Ja. Und vielleicht mag auch der ein oder andere mit was richtig Ekelhaftem kuscheln. Ich meine, es gibt auf jeden Fall diese tote Brücke, was immer ihr euch dort draußen vorstellen könnt, was ihr auf gar keinen Fall haben wollt, wo ihr richtig sofort sagt, boah, nee. Und das ist gebunden an diese Energie, das ist wie so ein Erinner mich, das erinnert euch daran, dass ihr sofort wieder in die Frequenz der Freude und Leichtigkeit kommt. Und dann kann diese Energie, die euch runterzieht, dieses Monsterchen, der Stinkemuff, der kann nicht greifen. Und sofort seid ihr wieder, das ist wirklich ein Atemzug, ein ganz kurzer, wirklich ein Augenzwinkern.
Und dann ist es schon wieder, sind wir schon wieder in einer ganz anderen Frequenz. Um nochmal dann auf diese totsche Herausforderung zu kommen. Also wer es richtig sportlich und richtig interessant, der macht auch diese Meditation oder dieses, dass wir uns wieder sammeln und wieder in unsere Mitte. Manchmal ist man ja unterwegs und es übermannt einen irgendwo etwas. Das sind eben diese totschen Meckerstecker, die dich energetisch runterziehen. Und wenn es jemand an der Kasse ist oder sonst wie irgendwo, der dich aus der inneren Balance rausbringt, das sind diejenigen, die haben wir uns bestellt, damit wir durch den Tag kommen und wir uns immer wieder prüfen, wie kommen wir wieder in den richtigen Schwingungslevel. Und manchmal hat man ja so Pleiten, Pech und Pannen. Das ist ja so, wo man dann sagt, oh, ich komme überhaupt gar nicht mehr, mich zieht es richtig runter und bei mir geht ja gar alles schief. In dem Augenblick, wo wir uns daran erinnern, wie es wirklich ist in der Realität, dass wir uns das bestellt haben und wir atmen und wir kommen wieder in die Leichtigkeit, kommen wir sofort wieder in ein anderes Frequenzfeld. Und je mehr wir das üben und trainieren, auch bei der Selbstliebe angefangen, mit diese ganzen Stufen und wir, dann kommen wir in so ein Feld, das sagt ja auch Kurt immer, am besten morgens aufstehen, breitbeinig vor einem großen beleuchteten Spiegel hinstellen, uns erstmal begrüßen, ja, ich liebe dich und wirklich spiegeln, ja, auch dazwischen, alles von hinten. Breiten Arm. Oder eben die Spiegelkabinen aufsuchen, das ist wichtig. Das trainiert dein Feld der Selbstliebe sehr. Weil wenn wir uns selber nicht annehmen können, das ist alles aneinander gebunden, weil du jetzt gerade von diesen verschiedenen Ebenen auch, von diesen anderen Planeten Geschwistern und Sterngeschwistern, alles, was wir haben, es ist alles aneinander gekoppelt. Wir können zum Beispiel, wenn wir, deswegen ist die Erde ein Trainingscamp, es ist eine große Schule, es ist ein Studium. Wenn wir uns selber nicht annehmen, wir aber auch immer zu einem Schöpfer bitten und beten, er möge uns helfen und er möge uns schützen. Wenn wir uns selbst nicht lieben, lehnen wir in uns immer die Schöpfung auch ab. Ja, das und Hilfe. Ja, wir lehnen immer einen Teil des Urschöpfers ab und wir sind in so einer niederen Frequenz dadurch, so unglücklich, so traurig und man schaut ja oftmals auch zu dem oder das ist auch so manchmal eben falscher Neid, ja, dass man sich etwas erhebt, das ist auch nicht gesund. Oder dass man sich ganz klein macht und man möchte gerne so sein wie derjenige oder diejenige. Einfach sich selbst so in den Arm nehmen, wie der Urschöpfer uns liebt. Das sind die wichtigsten ersten Schritte, die wir brauchen. Und dann sind wir vollkommen eigenständig. Wir haben ein ganz unermesslich wunderschönes Geschenk von der Schöpfung erhalten, dass wir in der Tat, wenn wir es wollen, es dadurch schaffen, durch diese gründliche Arbeit, das ist auch ein Stück, ja, ist dann, wenn vielleicht jemand sagt, jo, worum geht es, das ist mir aber jetzt alles zu viel. Wenn man das ganz bewusst, das dauert gar nicht lange, wenn man das einfach nur einmal in sein Herz festigt und annimmt, ist es ganz einfach. Dann öffnet sich dieses Energiefeld der Liebe nach außen so stark, weil wir uns selber lieben, lieben wir zeitgleich auch alles andere. Wir lieben, wir bewerten nicht mehr, wir kommen aus diesem Raum. Das ist wirklich, das kann ich auch nochmal so für die Menschen dort draußen, die zuschauen, mitgeben. Wenn wir urteilen über andere, wir immer auch bewerten oder boshaft sind oder lästern. Es sind wirklich so eine Energien, die tun uns nicht gut. Es fällt uns immer wieder auf die Füße. Deswegen, dass man wirklich gründlich ist und bei sich selber wirklich, dass man leben und leben lassen mehr wertschätzt, also nicht nur einfach so sagen, sondern es auch wirklich in diesen kleinsten Essenzen und Energien wahrnimmt, weißt du, für sich selbst. Es ist wirklich, tut es, fühlt es, weil ihr werdet spüren, wir haben nämlich ein ganz, ganz, ganz wunderschönes Geschenk, dass wir in der Tat, wenn wir es wollen und zulassen, dass wir nicht nur in die fünfte Dimension aufsteigen, sondern wir können durch unsere Liebe ankoppeln und wir können noch mehr und noch höher in einem Raum einer schwimmenden Zeitfrequenz anschließen. Dass wir erkennen, wenn wir in unserer Liebe, wenn wir wirklich gründlich durch diese ganzen Stufen unseres Studiums, unserer Schule des Lebens gehen, in Liebe auf Erden wandeln und dass wir auch darauf achtsam mit diesen Dingen sind, dass wir
gut zu allen Menschen sind, dass wir nicht urteilen, dass wir nicht werten, dass wir nicht lästern, dass wir nicht hassen, all diese Dinge, dass wir nicht neiden. Das ist was, oder und wenn wir in diesen, gerade in diesen Teilaspekten, Charakterzügen, da müssen wir wirklich ganz, ganz, ganz feinfühlig sein, weil es fällt uns immer wieder auf die Füße. Es fällt uns auf die Füße. Hm. Und es ist wie eine Fußfessel, weil wir haben jetzt wirklich in einer schwimmenden Zeitfrequenz, in einer, da erschließen sich mehrere Dimensionen. Und wir können wahrhaftig, wenn wir wollen, auch die siebte. Ja. Ja, wir nähern uns dem. Na, das kann dann ganz schnell gehen. Das darf ich jetzt nur wirklich mal so sagen. Das kann ganz schnell gehen. Ja. Das liegt an, ich glaube auch, wir bewegen uns in einer enormen Beschleunigung. Ja. Also das ist eigentlich Fakt, glaube ich. Das erlebt jeder zurzeit, dass alles sehr, sehr viel schneller geschieht. Man kommt eigentlich mit der Verarbeitung der Eindrücke gar nicht mehr nach. Ja. Und das merkt man sehr deutlich zum Beispiel daran, wie schnell Emotionen in einem aufsteigen und in welcher Häufigkeit das auch geschieht. Und das muss dann auch noch verarbeitet werden. Mhm. Das machen wir alles mehr so nebenbei, aber das bringt uns ganz schön durcheinander in unserem Tagesablauf. Ja. Ich denke, so geht es gerade jedem. Das hängt mit der Beschleunigung von all diesen Zusammenhängen zusammen, die mit dem Frequenzanstieg wiederum zusammenhängen. Ja. Und das heißt, wir sind auf einem sehr schnellen, geraden Weg hin zu einer massiven Veränderung unserer, nicht nur unserer Wahrnehmung, weil wir werden ja alle sensibler, das merken wir, und empathischer auch, Gott sei Dank. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir gut miteinander umgehen können. Ja, sonst öffnet sich das Herz gar nicht. Wenn du ja nicht diese Empathie, dieses Mitgefühl, die Barmherzigkeit in dir trägst, dann kochst du auf kleiner Flamme. Ja. Ja, das ist nicht auf Sparflamme gehen. Ja, also, ja. Genau. Aber Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ja, nee, das eine ist die Empathie, die sich dann entwickelt, und das andere ist einfach, dass wir uns hineinbewegen in eine völlig neue Welt. Darauf wollte ich letzten Endes hinaus. Und die werden wir, da warten dermaßen viele Möglichkeiten auf uns, die wir im Laufe der letzten Jahrhunderte aufgebaut haben. Ja, also ein Stichwort nur freie Energie oder ein anderes Dorfgemeinschaften. Viele, viele andere Aspekte, neues Finanzsystem, keine Armut mehr, das sind alles Dinge, die auf uns warten, die angelegt sind, die Möglichkeiten dazu sind da. Die niedrigen Frequenzen haben bisher verhindert, dass diese Möglichkeiten umgesetzt werden. Und jetzt sind wir in einem Turbo, würde ich sagen, der uns genau in die Richtung dieser neuen feineren Frequenzen treibt letzten Endes. Ne? Ja. Und das ist unser Lernprozess. Deswegen wollten wir auch alle unbedingt dabei sein, weil das so eine einzigartige Situation ist. Und wenn ich das richtig sehe, das, was du machst als Channel-Medium mit Ra und Todd, ist, ich sage Todd, weil ich mag das Wort Tod nicht so sehr. Das ja, das hat bei ihm, er nutzt da die deutsche Sprache zu, weil er macht da sein Späßchen mit. Also um das alles ein bisschen aufzulockern. Also. Ja. Und du bereitest in deinen Veranstaltungen und auch in deinen Büchern durch Übungen die Menschen darauf vor, glaube ich, die Anbindung zu Ra und das Eintauchen in dieses Feld der Heilung letzten Endes, wenn wir es jetzt so nennen wollen, immer noch eine Stufe zu ermöglichen. Ja, ich gehe aber noch eine Stufe höher. Ich bringe die Leute, die Menschen tatsächlich mit dem Urschöpfer. Ra ist sozusagen unsere transformierende Waschmaschine, also energetische. Ra ist derjenige, der Wächter unseres Herzens. Ja. Unser Siegel, der hat die Siegelfrequenz innerhalb unseres Herzens angelegt. Ja. Die basierend auf die Abenteuer, die wir hier, das wieder dieses Feld der Liebe, geht nur, indem wir dieses Frau-Holle-Prinzip in unserem Herzen tatsächlich auch umsetzen. Und dann transformiert sich diese Siegelfrequenz. Der ist dafür auch zuständig, um bei uns diese Muster, der alles an Erdgebunden, wie zum Beispiel Schmerz, Leid, Traumata, alles Mögliche, was uns als Seele belastet oder zum Beispiel Ego, Macht, weißt du, all dieser Hass und alles, was eben in diesen unteren drei Chakren sich abspielt. Also ich rede jetzt wirklich vom Wurzelchakra bis hoch zum Solarplexus. Da ist er sozusagen die energetische transformierende Hilfe. Wenn wir dann bereit sind, es ist ja auch so, man kann sich da nicht hinquälen. Das öffnet sich dann vollkommen eigenständig.
wenn wir ja diese gewissen Pforten und Tore wirklich in uns öffnen, diese Siegel öffnen, diese Güte und diese Barmherzigkeit auch darüber hinaus verstehen und richtig anwenden. Ja, also für uns. Und dann geht er wirklich, wir gehen hoch zum Urschöpfer. Und er ist nicht himmelweit, ganz weit weg. Wir verbinden uns mit der Frequenz. Das ist jetzt haben wir einen längeren. Ja, okay. Jetzt hatten wir gerade einen längeren Aussetzer. Ja. Ja. Aber jetzt ist bei mir auch wieder instabil. Wir verbinden uns mit dem Urschöpfer, sagtest du. Und wenn ich das so übersetze in mein Verständnis, damit ich es leichter besser verstehen kann, ist das letzten Endes, wir binden uns an die Urquelle an. Also ist das dann die Quelle unserer Galaxis, unseres Universums? Der höchste der Nabelpunkt sozusagen? Genau, der höchste Urschöpfer. Es geht nur bis ganz da. Und von dort aus, wenn wir uns nicht, das ist ja unser Ruf, unserer Seele, dass wir innerhalb dieser ganzen Abenteuer auch erkennen, wo wir herkommen, unser Ursprung. Ja. Und erst wenn wir dann diesen Frieden in unserem Herzen und all die Lektionen, die wir uns zum Teil ja auch zum größten Teil selbst auferlegt haben, in Form von Verbindlichkeiten und wie man auch so, manche sagen ja Seelenverträge, alles was da so kommt. Und dann auch in dieser tiefen gelebten Erkenntnis, wer wir wirklich sind, wo wir herkommen, wo unser Ursprung ist. Und wenn wir diese Liebe und das alles wirklich annehmen können, steigt unser Frequenzfeld vollkommen eigenständig auf. Und das ist, was da war jetzt gerade ein Aussetzer, weil der Himmel ist hier bewölkt, ich weiß auch nicht. Ob es an meiner Leitung liegt oder, ja, egal, wir kommen schon auf den Punkt. Ich arbeite viel mit diesem Verbindungsmodul und da habe ich auch überlegt, dass wir zumindest mit diesem ersten Frequenzaufbau, den ich auch mache, dass ich das irgendwie mal weitergebe, weil ich glaube, das fehlt vielen Menschen, wie man dieses Feld auch aufbaut, wie man überhaupt in dieses Feld der Heilung rein wirklich gut und sauber, wie jetzt, wenn wir wieder auf den Ursprung, also am Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, wie du lernst, wie du wirklich fühlst, wie du das trainierst, dass du auch wahrlich mit dieser Frequenz verbunden bist, weil das ist wichtig, dass du das fühlst. Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt Todd im Alltag. Also da sind ja Übungen drin, wie du mit dem Kristallchakra arbeiten kannst. Das Kristallchakra ist ja die Verbindung der unteren drei Chakren, ne? Das neue Lichtfeld sozusagen. Na, vom Wurzel. Mit dem Herzchakra, genau. Vom Wurzelchakra bis Kehlkopf. So rum, also genau andersherum. Ich habe auch einen Kopf verstanden. Gleichgültig. Ja. Nee, ist nicht gleichgültig. Aber das heißt, du erklärst dort, was das Kristallchakra, was es damit auf sich hat, auch schon in deinem früheren Buch, machst im Tod im Alltag dann aber auch Übungen für diese Zusammenhänge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau. Und wo fehlt jetzt sozusagen noch das Bindeglied, um über die Übungen in dieses Ra-Feld, in dieses Feld der Heilung hinein zu gelangen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das kommt vollkommen eigenständig. Das wird vollkommen eigenständig in dem Augenblick, wo das Herz, das wirklich vollkommene, gütige Herz, also das geheilte Herz, geheilt, also das gereinigte, geheilte Herz, das ist eine Transformation. Dadurch öffnet sich vollkommen eigenständig, das ist nämlich die Ra-Energie, die Siegelfrequenz. Du hast es sogar hier hinten auf dein Buch geschrieben. Ja. Zitat aus dem Buch, wenn wir die verborgene Frequenz in unserem Herzen anheben, wird die Veränderung vollkommen eigenständig geschehen. Ja. Ne? Das bitteschön ist Kerstins Buch. Okay, genug dieser Art. Aber da steht das auch wirklich auf den Punkt gebracht schon drin. Und das ist ja nun auch nicht gerade gestern erschienen. Ist jetzt auch noch nicht so furchtbar alt, aber ich bin immer wieder fasziniert davon, wie zeitlos wichtige Botschaften gerade sind. Ne? Das ist und das ist nur der Anfang, darf ich dir leider, das ist der Anfang. Das ist wirklich die Vorbereitung. Ja. Das ist der Anfang. Genau, das verstehe ich sehr wohl, dass wir uns jetzt in ein Feld der Möglichkeiten hinein müssen. Mhm. Ja. Und da, wie gesagt, kommt vollkommen eigenständig. Das ist die höchste Schöpferenergie. Wir sozusagen, wir verschmelzen mit unserem geistigen Zentrum. Weißt du, das ist wie im Großen, so im Kleinen. Fällt dir also wieder dieses Entsprechung. Du hast, ohne jetzt rumzulaufen, bitte fallt nicht in irgendeinem Hochmut, weil Hochmut ist, tut gar nicht gut, dass jeder jetzt rumläuft und sagt, ich bin Gott, weil man das Wissen hat, dass man ja auch dort oben
seinen Platz hat. Das funktioniert so nicht. Also das, da musst du dein Gefäß wirklich von all diesen Todsünden und was auch da alles, und das Schlimmste ist daran auch wirklich, eine negative Form des Egos, das kann ganz ungesund sich auswirken, wiederum auf diese Herzfrequenz. Und deswegen wirklich sich frei machen und in dieser Güte und Liebe da anzukommen, ist das wirklich wie wieder mal Grimms Märchen, das Frau-Holle-Prinzip, wie das Totsche immer so sagt. Totsche, Tot, ja. Tottilein, wie er immer sagt. Oh, der erklärt auch immer so viel, aber in dem Augenblick, das ist ein sich selbst regelndes System. Du kannst es, wie ich auch schon mal in früheren schon mal gesagt habe, niemand kann dir deinen Aufstieg zertifizieren. Du kannst noch so viele Kurse und Ausbildungen bestreiten, du kannst noch so viel machen und tun. Ist dein Herz nicht rein? Hast du kein geheiltes Herz? Ist es nicht in der Güte und Barmherzigkeit? Ist es nicht von den höchsten Frequenzen, die sich vollkommen eigenständig in dir offenbaren? Du brauchst da gar nichts tun. Dann kannst du da nicht anschließen. Verstehst du? Das ist einfach immer wieder, das ist wirklich ein sich selbst regulierendes System. Also du kannst auch nicht deine Koffer packen und vorwärts preschen und der Meinung sein, du kommst jetzt hier und da an. Es holt dich wieder wirklich auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber wir haben uns selber diese Aufgabe erschaffen, weil wir wollen alle wachsen. Und ich darf nur wirklich ein Bild, was ich auch immer wieder erhalte, was ich auch jetzt am Wochenende so schön erhalten habe, vielleicht fällt es dem einen oder anderen leichter, wenn er sich vorstellt, dass wir alle große Party feiern. Ja? Wir alle sind im Schöpfergeist drinne. Weil wir sind noch auf unserer Seelenreise, aber letztendlich das Höhere in uns ruht in diesem, dass wir runterschauen wie mit einer Taucherbrille. Wir gehen in Kerne, Taucherbrille, das sage ich auch immer wieder, das ist uns einfacher zu machen. Wir gehen in Kerne, wir haben einen langen, dieses, was wir nicht vergessen dürfen, wir sind immer durch den Atemzug mit dem Urschöpfer verbunden und unser Herzschlag, das ist diese Frequenz, die kann uns keiner nehmen. Der Atem und das Herz, das Gehalt der Atem und das Herz ist stets und ständig mit uns auf Sendung. Und wir alle, vielleicht fällt es dann leichter, wir alle schauen dort oben in Kerne, also durch diese, Fleisch. Ja, wir sind letztendlich da und wir machen jeder da auf, und wow, mal gucken, wann derjenige, ja, und du sagst, jetzt hat das gleich, oh nein, hat wieder nicht geklappt. Also wir selber feiern dort, um es mal entspannt zu sagen, große Party, aber jeder weiß von uns, dass es gut ausgeht. Jeder weiß, dass wir dort ankommen, wo wir diesen Ausweg finden. Und das sollte vielleicht den einen oder anderen auch tröstlich stimmen, der vielleicht die Meinung hat, dass wir es nicht schaffen oder dass wir, vielleicht ist ja der ein oder andere auch dabei, dass er sich meint, zu dumm anzustellen oder ach, na, die anderen sind schon viel weiter, ich schaffe das nicht. Wir alle haben diesen Ausweg. Ja, wir sind hier nicht auf Gedeih irgendwie jetzt gefangen. Aber ich möchte auch noch was ganz Wichtiges sagen. Habe ich bis hier, hast du eine Frage gerade jetzt hier dazu? Ja. Eine Frage? Nee, habe ich nicht. Also ich möchte ganz gerne nochmal auf Seelen als solches zu sprechen kommen. Ne? Weil das wabert mir die ganze Zeit so im Hinterkopf herum, weil das ist irgendwie etwas, das möchte ich noch gerne in Zusammenhang bringen mit dem, was du da gerade ausgeführt hast. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Also von daher bitte, wenn du das alles gut sagen wolltest. Ich wollte nur, kann ich es da ganz schnell abschließen, ja. Dass wir alle wissen, dass wir, jeder schafft, jeder mit der an diese Quelle, an dieses Göttliche, an das Höchste angeschlossen ist, auch seinen Weg dorthin gehen wird und finden wird. Und das wirklich in einer Schnelligkeit. Aber ich möchte noch was ganz Wichtiges anmerken. Es mag sein, dass in dieser turbulenten Zeit dort draußen auch Menschen vor uns gehen, also wechseln. Zum Beispiel, ich habe so viel mit dem Thema Tod zu tun gehabt. Also den Wahrhaftigen. Mir wurde meine Mama in dieser Zeit, dieses Jahr genommen. Ich bin so wirklich emotional durch ein Feld gegangen.
wo ich erst dachte, okay, ich kann jetzt nie wieder, ich will gar nicht mehr, ich bin damit überhaupt gar nicht zurechtgekommen. Ich weiß aber heute viel mehr über dieses Thema, weil ich weiß, dass viele jetzt auch in dieses uns vorangehen, die schon in dieser neuen Ära der Menschheit angekommen sind, ja, die schon in einer ganz anderen Frequenz einfach mit ihrer Liebe oder die, ja, die einfach vorgehen, vorangehen. Dann gibt es aber auch Menschen, die unter uns leben, die noch einen ganz anderen Plan zu erfüllen haben oder andere Wege gehen, andere Abenteuer gehen werden. Ja. Und wir möchten bitte unseren Frieden in uns schließen. Das sollte jemand sich von dieser Ebene verabschieden. Nicht in so ein tiefes Loch reinfallen. Ja, nicht wirklich diesem Ganzen auch mit einer kosmischen Güte, mit einem großen Herzen gegen, ja, das Loslassen, das Erkennen da drin, dass nicht die gesamte Menschheit wird sofort in diese höhere Ebene aufsteigen. Das ist ein sehr, sehr individueller Prozess sogar. Genau, also ich denke, das sind Abläufe, die für jeden einzelnen Menschen auf der Welt unterschiedlich sind. Ja. Jeder hat sein eigenes Tempo, seinen eigenen Seelenplan, seine eigenen Widerstände auch gegen hilfreiche Energien, ebenso wie eine bestimmte Form der Orientierung mitbekommen, auch durch Erziehung und durch Gesellschaft. Und das ist, macht alles so unterschiedlich. Aber das Tolle ist einfach unterm Strich sozusagen, sind wir in einer Bewegung, die unaufhaltsam ist. Ja. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass egal, wie sich jetzt unser Gegenüber oder die Person neben uns wie die umgeht mit ihrer Situation oder der Situation der Welt oder ihrer Situation in der Welt, das nicht zu bewerten ist. Sondern, du bist gerade eingefroren gewesen. Echt? Jetzt diesmal ich? Stadtbild! Gott, jetzt bin ich. Aber das sollte uns nicht dazu verleiten, irgendetwas oder jemanden zu bewerten oder gar zu verurteilen. Weil jeder folgt seinem eigenen Weg. Und solange einem nicht mit der Absicht der Schädigung Auge in Auge sozusagen gegenübertritt, soll er seinen Weg gehen. So ist es. Ja. Also ich musste auch, ich kann es, vielleicht ist auch der eine oder andere, der das auch so empfindet. Ja. Ich muss lernen, für mich meinen Vater loszulassen. Ich habe meine Mama jetzt dieses Jahr verloren und ich muss auch lernen, meinen Vater loszulassen, weil er einen ganz anderen Weg geht. Und der möchte auch mit diesem Ganzen gar nichts zu tun haben. Das ist, wir müssen einfach in uns, und da ist dieses Wort muss, sonst bin ich gar nicht. Keine andere Wahl. Ja. Oder wir sollten ja, zumindest erkennen, dass das jedem frei steht. Weil wir wissen, wenn derjenige wieder aus seinem Körper rauskommt, er erkennt und er sagt sich dann, aha, jetzt habe ich das diesmal doch nicht sozusagen, ja, dann machen wir das anders. Oder jeder kommt an diesen Punkt, wo er dieses Herzfeld in sich öffnet, wo er diesen Weg erkennt, wo er diesen Weg gehen wird. Wie auch immer, wir sollten nicht bewerten, wir sollten lernen, loszulassen. Wir können die Dinge nur vorleben. Wir sollten niemals bekehren, die Menschen damit erdrücken oder regelrecht belegen, sodass sie schon fast Angst vor uns bekommen. Jetzt kommt der wieder oder jetzt kommt die wieder. Oje, oje, oje. Einfach wirklich die Dinge ganz locker und entspannt vorleben. Wir können einfach nicht alle retten. Jetzt hier, wenn, was heißt retten? Also wir können sie nicht... Aus unserer Sicht, ja, genau. Es ist ein Retten aus unserer Sicht, weil der Betreffende dann eben seinem Seelenplan folgt. Das ist so. Ja. Er erfüllt damit seine eigene Lernaufgabe. So ist es. Und das sollte man niemals vergessen, bei allem, was um einen herum gerade passiert. Ja, also liebevolles Annehmen, Erkennen und dann auch loslassen können. Also in Frieden und vor allen Dingen bitte, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr euren Nächsten, dass ihr vergebt. Dieses Feld, für uns ist es ganz wichtig, für die, die erwachen wollen oder erwacht sind, das Feld der Vergebung ist mit angebunden an das Feld der Heilung. Ja. Und vor allen Dingen, es muss konform gehen, auch mit einer aufrichtigen Dankbarkeit. Das ist immer wieder, was das dann noch versiegelt und abrundet. Weißt du, das ist so, als würdest du eine Suppe kochen. Die ganzen Komponenten gehören, ja, eine gute Suppe. Also die wirklich schmeckt und die abgerundet ist, rundmundet, dann musst du diese ganzen Komponenten, du kannst keine auslassen, damit sie wohlmundet, ja, damit sie schmeckt, damit sie auch wirklich durchgeht als Juhu.
Da kriegst du einen Stern für. Wir können nicht Dinge verdrängen. Wir können nicht wichtige Aspekte oder Teilaspekte auslassen, weil sie uns unangenehm sind oder weil wir da nicht hinschauen wollen. Wenn wir das ganze Feld erkennen und annehmen und einfach loslassen, diesen Frieden, das geht dann so schnell. Das geht so schnell, es ist einfach, letztendlich ist es wirklich alles ganz einfach. Es darf einfach sein. Ja. Da kann ich immer wieder nur sagen, oder atmen kann hoffentlich jeder. Mhm. Atmen sollte jeder können. Und wenn ihr diese Liebe, ein Feld schafft euch wirklich etwas an, was euch gut tut. Vielleicht habt ihr bei YouTube oder sonst wo die Möglichkeit, euch eine Sequenz rauszusuchen, die euch sofort in die Leichtigkeit bringt. Etwas, worüber ihr ganz doll lachen könnt. Mhm. Nichts, es bringt sofort, es löst alles Negative ab, sofort. Du kannst gar nicht anders. Oder ihr habt dort draußen, jeder hat bestimmt etwas, was er mit ganz viel Liebe berühren möchte oder was er im Herzen umarmt, wo ihr ganz, kennt ihr so Liebe, die ganz doll schmerzt, oder die, aber schön, also nichts Schlimmes ist, was schön. Ja. Aber dieses Gefühl, diese Emotion ist so mächtig und so liebevoll, dass sich daran nichts Negatives nähren kann. Und wenn ihr diese Frequenz trainiert und damit übt, euch verbindet, ihr gut zu euch seid, gut zu euren Nächsten seid, ob Mensch, ob Tier, ob Natur, dann wird sich dieses Feld der Heilung vollkommen eigenständig in und um euch offenbaren. Weil es gibt dort draußen viele Menschen, die nicht einmal ein Bücher oder die von unseren Thematiken oder diesen Dingen gar niemals ein Wort erfahren werden. Die sind in Frieden, die sind bei sich, die leben das bereits. Und das ist vielleicht auch was Wichtiges, um den Menschen Hoffnung zu geben, die vielleicht meinen, sie müssen noch ganz viel meditieren oder dies und jenes tun. Ich für meine Person habe fast gar keine Zeit zu meditieren, weil ich, vielleicht sieht man das auch, ich sehe schon aus wie so eine Toilettenbrille, weißt du, so eine hochgegangene. Nein, weiß Gott nicht. Ganz bestimmt nicht, liebe Kerstin. Ich habe schon so eine Augenringe. Ich komme zum Beispiel nicht zum Meditieren, um es jetzt wirklich, ich habe keine Zeit, weil ich arbeite so aktiv im Tierschutz, ich bin jetzt den ganzen Sommer über, wo es jetzt heller war, immer um 2.30 Uhr aufgestanden, um 52 Futterstellen auf über 30 Kilometer immer mit dem Auto rumzufahren und die Tiere zu füttern und mich zu kümmern, dann hast du Tiere, die du rettest, die du päppelst, jetzt kommt wieder die Igelsaison, es ist einfach bei mir immer sehr viel zu tun. Also ich schlafe sehr wenig, deswegen die Augenringe. Und ich sehe schon ziemlich mitgenommen aus, wie mein Sohn sagt. So langsam könntest du mal schon wieder eine Tüte Schlaf gebrauchen. Ich möchte es nur euch sagen, ihr braucht euch nicht stets und ständig einen Tempel machen. Das steht jedem frei. Also wer es kann und möchte, dem steht das auch frei, täglich zu meditieren. Das ist alles wunderbar. Ich möchte nur denjenigen daraus auch Wichtiges mitteilen, dass es absolut nicht vonnöten ist, um euer Herz zu öffnen, um diesen Aufstieg zu schaffen, um diese Dinge umzusetzen. Also wenn ihr viel zu tun habt, atmen kann jeder, das Herz sich öffnen und einfach sich verbinden und liebevoll und gut sein. Und das Feld öffnet sich vollkommen eigenständig. Also wenn ihr keine Zeit habt zu meditieren, es ist auch nicht gebunden an bestimmte Zeiten. Es ist natürlich gut, wenn man sich vielleicht zu einem festen Tag verabredet oder aber da kommen wir wieder auf diesen Punkt, diese lineare Zeit existiert dort nicht. Ja. Ihr könnt also morgens, wenn ihr ganz schnell Pipi macht, im Sitzen, im Stehen, ja, wie war es kann, also auch frei, da könnt ihr auch nur in dieser Kürze, könnt ihr euch verbinden und ihr habt einen schönen Tag und ihr geht raus und ihr atmet, ihr öffnet euer Herz und los geht's. Ja, nicht jeder hat die Zeit und dann ist das gut so, ja. Also bitte nicht verzweifeln, wenn ihr nicht diese Zeit habt. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass nichts eine Pflicht ist. So ist es. Und trotzdem natürlich wir nicht umhin können, uns anzubinden. Das ist jetzt anbinden. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man sozusagen mit so einem Fingerschnippen sich anbinden kann? Also du sagst jetzt über den Atem, vielleicht ist das ja, sind das vielleicht 2-3 Atemzüge? Ich mache das immer, dass ich
Das ist aber schon durch die Absicht. Ihr könnt es euch jetzt zum Beispiel sagen, ich öffne meine Fußchakren, ich sage da immer unendlich weit, um das nicht mit dem Geist zu begrenzen, verstehst du? Weil es einfach diese Energiezentren öffnet. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob ihr noch rechts, links, sonst die anderen Chakren, macht das nicht so kompliziert. Macht es die Dinge immer möglichst einfach, öffnet eure Fußchakren, damit ihr diese Wurzel nach unten habt, verbindet euch sofort durch eure Absicht mit dem Erdherzen. Ich ziehe dann die Energie wieder von unten hoch, zieh die durch mein Wurzelchakra rein. Also wer jetzt nicht weiß, Wurzel ist da unten, Schambeinregion. Öffne mich in meinem Herzzentrum sofort, weil ich habe nicht viel Zeit. Mein Kristallchakra, die Absicht reicht immer vollkommen aus. Das Herzzentrum, das neue Herzzentrum, Kristallchakra. Was meinst du, wie ich das damals durchgegeben bekommen habe? Da dachte ich, was ist das jetzt? Dann fing ich erstmal an zu... Dachte, wow, was ist das denn jetzt schon wieder? Wollte ich wieder shoppen gehen? Das ist immer dieses, ich schreibe das nicht. Ich möchte es dann nicht schreiben. Und tut dann seine Probleme mit mir. Und dann sage ich zu ihm, okay, kann ich nicht fühlen? Steht hier nirgends. Ja, aber ich sag's dir doch jetzt gerade, Kerstin. Ja, ich kann das aber nicht, ich kann es nicht greifen. Ja, ich bin dann immer so ein bisschen... Bockig. Ja, dann will ich shoppen gehen. Ja. Und klappt das Laptop zu, will shoppen gehen. Und dann finde ich nichts. Nichts ist frustrierender, wenn eine Frau shoppen möchte und sie findet nichts. Und da komme ich wieder nach Hause, setze mich ran am Rechner und dann sagt er, können wir jetzt weitermachen? Ja. Und dann schreibe ich das natürlich auch auf. Aber es macht für mich heute ganz wirklich einen Sinn und Zweck, dass er mir das reingeflüstert hat, weil wir sollen das große Chakra wirklich nehmen, das Kristallchakra eben. Herzzentrum von Wurzel bis Kehlkopf. Das ist einfach, dass ihr, also ich mache es jetzt nochmal ganz kurz. Ihr öffnet eure Fußchakren unendlich weit, verbindet euch mit eurer Absicht mit dem Erdherzen. Ich sage immer die gütige Göttin der Materie. Das steht ja jedem frei, wie ihr wollt. Ihr zieht die Energie von unten mit einem Atemzug hoch, öffnet euch in eurem Herzzentrum ganz weit. Ihr macht euch ganz weit. Mir hilft das immer. Ich stell mir die Dinge einfach nur noch vor. Es ist so, zack, geht dir ein ganz großes strahlende Sonne im Herzzentrum auf, ganz weit. Dann ziehe ich die Energie hoch in meinen Kopfmitte. Da braucht ihr gar nicht zu suchen. Deswegen sage ich auch nicht mehr Zirbeldrüse oder sonst wie, weil dann fangen die nämlich an zu basteln im Kopf. Dass ihr das vielleicht nicht entdecken. Stellt euch einen strahlenden Stern in eure Kopfmitte vor. Strahlenden Stern, und den dehnt ihr weit über euren Kopf aus. Und dann macht ihr einfach den Energieaufbau, also von unten nach oben systematisch, Erdherz, eure strahlenden Kristallchakra, Herzzentrum, dann in eurem Kopf, strahlenden Stern, dann öffnet ihr euer Kronenchakra unendlich weit, wieder unendlich. Damit ihr nichts eingrenzt. Und dann verbindet ihr euch mit einem Atemzug mit dem höchsten Urschöpfer allen Seins. Und dann atmet ihr. So, und dann fließen die Energien. Das ist dieser wichtige Verbindungsaufbau. Ihr seid sozusagen auf Sendung, bewusst auf Sendung mit dem höchsten Urschöpfer. Was kann einem mehr passieren? Ja, ist doch wunderbar, oder? Immer perfekte Anbindung. Ja. Ihr habt die perfekte Anbindung. Dann könnt ihr das noch, ihr könnt das noch nach Belieben dann mit euren eigenen Worten, dass ihr zum Beispiel sagt, ich sage dann zum Beispiel, ich verbinde mich damit ganz oben, dann ich bitte mich zu führen und zu leiten, sodass nur das reine, positive, hohe, göttliche Licht mich erreicht. Alles, was ohne Licht und Liebe ist, verlässt ab sofort meinen Körper, meine Realität. Was ich erreichen will, erreiche ich jetzt. Atmen. Und loslassen. Und dann ist das sozusagen, das ist wie es ist so, ja. Ja. Das ist mein Verbindungsaufbau. Aber hier oben. Wenn ihr nicht das Frequenzfrühstück fein happy happy gemacht habt und ihr seid wie ein Schatten eurer selbst an dem großen strahlenden Spiegel frühmorgens oder vielleicht steht ihr auch mittags auf, vorbeigehuscht. Nein, ich will da nicht hingucken. Hässlich. Ja, wenn ihr so vorbei, dann ist eure Frequenz schon im Eimer. Also sie ist unten, weil ihr euch selber nicht annehmt. Deswegen kann ich das immer wieder nur sagen, das steht auch tot im Alltag dran, das Frequenzfrühstück. Der Frühstück, der Blick in den Spiegel und sich selbst liebend annehmen, ist der erste wichtige Schritt. Und dann hast du den Verbindungsaufbau. Und dann kann da draußen Sport, Spiel, Spaß und Spannung beginnen. Wie das totsche Überraschungsei. Ja? Für ihn kann es gar nicht sportlich genug sein. Am besten, ihr stellt euch dann wirklich hin und ihr schreit es hinaus.
ich will mehr. Ihr wollt heute eine richtig fette Packung an Problemen haben. Und wollt ihr wissen, was dann passiert? Da kommt keiner. Dann kommt wirklich, das ist wirklich manch, wenn du so mutig bist, das ist dieser totsche Meckerstecker. Du bist mit deinem, oder wie es auch im Quantenphysikalischen, du hast eine Aktion und da kommt die entsprechende Reaktion. Du bist voller Freude und Leichtigkeit und es kann nichts anhaften. Ist so. Mhm. Ist so. Und wer es nicht glauben mag, vielleicht ist ja auch der eine oder andere noch nicht so weit. Ich wünschte, mein Vater würde mir mal zuhören. Ja. Es ist ein wissenschaftlich bewiesenes Thema. Ja, das funktioniert so. Bewusstsein funktioniert so, genau so. Doppelspaltexperiment. Darauf, worauf wir unseren Fokus richten, da erst die ganze Zeit ist die Materie im Fluss, am Fließen. Mhm. Und da, wo wir unser Bewusstsein, je nachdem, wie wir ausgerichtet sind, genau so offenbart sich dann das Schwingungsfeld. Für uns individuell. Aber dann haben wir ja noch dieses große Ganze, dieses Massenbewusstsein, das Kollektive. Mhm. Aber da tut sich jetzt auch sehr, sehr viel Positives. Die Menschheit erwacht. Absolut, das große Erwachen, genau. Das große Erwachen. Und wir schnattern und schnattern und schnattern und schnattern. Ich habe dir das gesagt. Nein. Das lasse ich so nicht gelten. Du schnatterst sehr interessant. Jedes Mal, wenn wir beide schon telefonieren, dann qualmt die Leitung. Das ist wahr, aber es ist jedes Mal eine große, große Freude. Und ich würde. Und vor allen Dingen, jetzt, es rumort die ganze Zeit in mir. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf so die Vorstellung, vielleicht möchte ja jemand auch noch was sagen durch dich. Meinst du, da ist was? Oder ich will da jetzt nichts irgendwie herbeiholen, was nicht da ist? Während wir gesprochen haben, habe ich ganz viel schon an Botschaften mitgeteilt. Glaub es mir. Das weiß ich. Das es kribbelt die ganze Zeit bei mir. Wir sind auf den Punkt gebracht, angebunden und wir befinden uns bereits in dem größten Feld der Heilung für das gesamte Kollektiv. Ja. Für das gesamte. Bei mir ist das sowieso. Das ist etwas, was ich mir. Ich mache meine Augen gar nicht zu und manchmal hat man dieses Gefühl. Aber die mich schon lange kennen, die wissen, ich habe die Augen offen, weil ich laufe dann auch rum und die wissen schon immer genau, wer gerade spricht. Oder was gerade für eine Frequenz gab. Das ist so, ich kann das nicht beschreiben. Das hat sich so im Laufe der Zeit. Deine Stimme verändert sich ja auch. Also je nachdem, ob du Tot oder ob du Ra channelst. In dem Augenblick, wo ich das Mikrofon ranmache und die Musik anfängt zu spielen, tauche ich an eine ganz andere Frequenz ein und dann ist sowieso bei mir ganz Ende. Dann kribbelt auch alles und ich habe das, kann man sich das vorstellen? Ich habe sogar das Gefühl, ich habe auf meinen Knochen, ich bin so stark behaart auf den Knochen und alles, so als würde, wenn so, als würde ich so meinen Rücken, alles so vollkommen stark, so stark sind die Frequenzen dann immer. Das ist wirklich von den Fußsohlen, ist auch aber angenehm, kribbelnd. Das ist eine Vibration und eine Frequenz. Ja. Ich möchte die Menschen wirklich nur bitten da draußen, dass sie den Mut haben, aus diesem System, was jetzt gerade draußen kollabiert, dass sie aussteigen, in ihr Herz zurückkommen, in ihre Liebe zurückkommen und sich untereinander bitte auch miteinander vernetzen, aufstehen. Das ist auch, entreißt ihnen das Zepter der Macht, entreißt ihnen in Liebe das Zepter der Macht, weil sie können auf gar keinen Fall. Ihr seid unantastbar. Die Menschheit ist erwacht, wenn sie erwacht ist, unantastbar. Ja. Nur die Menschen, die schlafen, weckt sie auf, lebt ihnen die Dinge vor. Aber bitte, bitte, es ist bereits geschehen. Und das ist so eine, bitte, bitte kommt aus dem Feld der Angst raus und schützt die Kinder da draußen. Schützt die Kinder, achtet auf die Kinder, weil sie sind mit einem ganz sehr, sehr hohen Frequenzfeld gesegnet und kommen hierher und müssen in diesem, aber sie wissen auch um ihre Aufgabe. Die wissen ja, dass das alles sich so offenbart, wie es sich jetzt gerade offenbart. Aber wir alle als Erwachsene, ja, als oftmals entwachsen oder entartete, Begegnung mit der, wie heißt das immer, dieser eine Film? Begegnung mit der fünften Art oder irgendwie. Unheimliche Begegnung der dritten. Ja, manchmal offenbart es so. Wir haben in jedem Fall, wir haben den Kindern auch versprochen, dass wir die Verantwortung übernehmen und dass wir für sie da sind. Ja?
Aber auch Obacht, nicht alle Kinder, da sind auch ganz viele Seelen, die mal ganz kurz nur rein. Ja, ihr fühlt es, wenn ihr mit dem Herzen offen seid, mit dem Herzen lebt und durch den Tag geht, werdet ihr fühlen, durch euer Herz und euer geistiges Zentrum, ja, wer genau da an eure Energien anknüpft und wen ihr sozusagen mit eurem Licht auch erfüllt und erreichen könnt, ja. Das ist bei mir was angekommen wieder. Ich hätte das vorhin ausmachen sollen. Das ist, weil du mir vorher, du hast mir die Datei zugeschickt, draufgeklickt, jetzt ist er an. Das macht nichts. Das sind ganz normale menschliche, ja. Das Zentrale ist für mich immer wieder in diesen Zusammenhängen, sich anzubinden, ja. Die eigene Schwingung so hoch wie möglich zu halten. Wer damit einmal angefangen hat, wird den Weg dorthin immer wieder finden. Mal weniger, mal besser gut, mal besser gut, ja, mal weniger gut, mal besser. Aber das hört dann nicht mehr auf, wenn man sich das einmal eingeprägt hat. Und was du da gerade geschildert hast, genauso praktiziere ich das auch, nur in einer noch kürzeren Form. Ich binde mich einfach an Mutter Erde und an Vater Sonne oder Vater Himmel, je nachdem. Und so haben das auch schon die Indigenen aller Zeiten gemacht, ja. Letzten Endes. Ja. Es ist immer wieder dasselbe, sich anzubinden und die Seele sozusagen zu spüren und durch sich leben zu lassen. Ja, ja. Ich kann wirklich nur wirklich, wirklich, wirklich die Menschen dort draußen nur wirklich darum bitten, aus der Angst rauszukommen, weil die Frequenz von Unschöpfung. Okay, Kerstin, jetzt hat es uns doch rausgesammelt. Ja. Aber wir haben hier uns zueinander gefunden hier im Chatraum. Und jetzt wollten wir noch mal kurz anschließen an das, wo du gerade unterbrochen wurdest. Du hattest da gerade angefangen, etwas sehr, sehr Wichtiges auszuführen. Ja, dass die Menschheit in jedem Fall, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie dort draußen, dass sie lernt, wirklich die Menschen, die wirklich sich von diesen Ängsten zu lösen. Das ist so wichtig, dass auf gar keinen Fall jemand auf die Idee kommt, weiterhin sich vielleicht auch diese ganzen Schreckensnachrichten, die jetzt gerade so kommen, oder es wird sich ja immer mehr zuspitzen. Dass ihr da alle an dieses Stinkemuff, an dieses stinkende Wesen denkt, weil, wen ihr da letztendlich wahrhaftig nährt, dass ihr darauf wirklich achtet, dass ihr in eurem Herzraum ganz groß seid, weil bitte, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine sehr, sehr hohe Frequenz. Und ihr würdet das, was im Guten jetzt schon bereits, es ist ja bereits geschehen, ihr müsst euch so sehen, als würden wir, als die Menschen aus der Zukunft, jetzt hier zurückkommen und bereits wissen, es ist versiegelt, es ist geschehen. Ja, wir holen nur noch die Energien jetzt hierher und wandeln sie zum Höchsten. Ja. Also immer schön auf dem Herzen, wirklich aus dem Herzen, aus der Güte des reinen Herzens leben. Und wann immer ihr Berührung, und das wird sich bestimmt für den einen oder anderen in noch mehr, dass sie vielleicht denken, wie kann das sein, dass man das jetzt so leicht nehmen soll? Aber bitte tut es. Es ist wirklich wie ein totes Überraschungsei. Sport, Spiel, Spaß und Spannung. Je mehr, wenn ihr so etwas... Jeder kennt täglich grüßt das Murmeltier. Denkt immer täglich grüßt das Murmeltier. Wenn irgendwas um die Ecke kommt, was ganz schrecklich ist, dann wirklich so richtig gleich die Gefahr erkennen, ja, und sagen, aha, da ist es jetzt wieder, was mich aus der Balance bringen möchte. Weil zu wissen, dass auch wenn ihr alle negativ denkt oder je mehr Menschen negativ denken oder in Angst und Panik sind, auch diese Energie, dieses negative Feld muss sich manifestieren. Das ist wieder aus diesem Quantenraum. Es muss sich manifestieren. Es ist ein Reinigungsprozess. Ja. Das ist der wesentliche Punkt. Es manifestiert sich, weil es ein Reinigungsprozess ist. Wir bewegen uns in diesem Aufstieg und die Energien werden damit zwangsläufig feinstofflicher. Alles Schwere, Niederfrequente wirkt dann wie Kloben, wie Brocken im Energiefeld, manifestiert sich auf die unterschiedlichste Art und Weise. Ja. Und braucht dann Nachhilfe beim sich auflösen dürfen. Ja. Und wenn wir nämlich das gleich mit einer positiven, deswegen das, was ich zum Anfang gesagt habe, sucht euch wirklich etwas, was euch sofort in ein Lach, wirklich, und wenn es ein Lachkrampf ist, aber so richtig nicht nur, sondern wirklich was an der Frequenz richtig gebunden ist, ja? Ja. Es muss richtig lustig sein. Also ihr könnt euch kaum halten, so müsst ihr darüber lachen. Und schwupp, ist es weg. Das ist puff, das ist jeder kennt den Vampir, der da kommt und dann geht das Licht an und dann pff. Ja, so genauso, nur als Vergleich.
Es kann bei euch nicht anhaften, wenn ihr oder ihr habt eben etwas, was ihr, jeder hat etwas in seinem Leben, was er so, so sehr liebt. Das ist richtig Schmerz. Reine, aufrichtige Liebe. Und puff, ist es weg. Und wenn ihr diese Herzfrequenz durch euer erwachtes Herzzentrum und Schwingungsfeld hinausschickt, ja, global, auch zu den Menschen oder je nachdem, ob es nah ist oder wenn ihr könnt, auch weiter für die Menschen ausstrahlen lassen. Es wird sich ins Globale und auch ins Aktuell, vielleicht in eine nahe Begebenheit, aber eben auch im Großen und Ganzen, wird es wirken. Und es wird das Dunkle auflösen. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Ja, ich weiß das. Ich finde es gut, dass du das nochmal herausstellst. Also wir sind in einem lichten Feld, werden dieses Feld nicht mehr verlassen. Es wird immer lichter werden. Und es geht nur darum, dass wir die Orientierung nicht verlieren, eigentlich letzten Endes. Wir können nicht zurück in niedere Frequenzen, die Zeit ist vorbei, aber wir können noch uns mit dem herumschlagen, was wir an niederen Elementen sozusagen in unserem lichten Energiefeld haben. Das passiert, glaube ich, gerade. Das ist dieses Um-sich-Schlagen von vielen Menschen und vielleicht auch anderen Wesen, die sich dann noch auf uns auswirken natürlich. Aber jetzt bist du gerade wieder gehangen. Ja, du tauchtest plötzlich auf. Das sind so die Tücken gerade der Technik. Ach, gut, ich finde das. Das ist meine Bambusleitung. Die ist bestimmt meiner Bambusleitung. Wir haben sie überlistet. Das hat trotz allem geklappt. Was ich jetzt noch, genau das Wichtigste nämlich, ist jetzt, glaube ich, auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht worden, ne? Dass wir uns in diesem lichten Feld weiterhin bewegen. Du hast diese wundervolle Übung präsentiert und erklärt, mit der wir alle uns immer wieder neu anbinden können, durch den Atem, über das Kristallchakra. Ja. Und das ist, glaube ich, das Zentrale, was jetzt hier auch als Botschaft wirklich stehen bleiben sollte. Diese Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung und die sollten wir nutzen und die können wir spielerisch nutzen. Das ist das Wundervolle daran. Ja. Die Mutter hat keine Zeit. Ja, zum Beispiel, genau. Genau. Und ich würde dich jetzt gerne nochmal fragen, was hast du aktuell so für Projekte? Was wartet sozusagen auf dich? Du hast jetzt gerade zwei Veranstaltungen erlebt und begleitet und geleitet mit Tod und Ra. Die waren ganz, ganz fantastisch nach allem, was ich erzählt bekommen habe von dir. Glaube ich auch sofort. Was kommt jetzt sozusagen auf dich zu? Was wartet im Feld auf deine Vermittlung? Also in jedem Fall warte ich jetzt erstmal ab. Ich habe natürlich auch schon wieder Anfragen. Ich möchte natürlich weiterarbeiten, auch mit den Menschen zusammen, weil das ist einfach, das mache ich zu, das liebe ich einfach, dieses Feld gemeinsam in der Gruppe auch zu erleben. Dann möchte ich endlich meiner Pflicht nachkommen und weiter schreiben. Ja, was heißt Pflicht? Ja. Nein, ich wollte es im vergangenen Oktober nach dem Seminar in Berlin, wollte ich ja losschreiben. Ich habe ja so, ich platze ja bald, aber dann kam das mit meiner Mama und das hat mich sehr, vereint zeitlich, das ging einfach nicht. Und da stand die Zeit für mich still. Aber das möchte ich jetzt alles wieder aufnehmen, die Arbeit. Und es sind viele Sachen. Ich möchte auch wieder CDs. Ja, da sind so viele Sachen. Also schauen wir mal. Wir dürfen uns freuen. Nur die Frage, hatten wir vorhin das Thema, ne, wie wir das in die Zeitlichkeit hineinbekommen, die wir gezwungen sind zu leben noch. Ich glaube, auch das wird immer leichter mit der Zeit. Das alles. Erstmal sind wir noch in der 3D-Zeit. Nehmt die Sachen, wenn es euch auf die Füße fällt, wirklich nochmal, es ist ganz wichtig, wenn es euch auf die Füße fällt, irgendwie das wieder Pleiten, Pech und Pannen, passiert mir ganz oft. In dem Augenblick, das sind diese kleinen Prüfungen. Und auch wenn ganz schlimme Nachrichten kommen, steht auf, atmet und wirklich begrüßt es in Liebe und erkennt es. Und in dem Augenblick, wenn ihr es annehmt, in Liebe annehmt, umso schneller ist es vorbei. Ich bin durch so viele Pleiten gegangen und so wirklich, ich hab die letzten Monate gedacht, wie kann ich überleben? Ja, weil ich durfte ja nicht arbeiten und das alles mit den Seminaren musste ich einen nach dem anderen absagen. Von daher, ich habe so vertraut. Ich habe immer gesagt, das wird irgendwie, das läuft irgendwie, Weil ich muss meine ganzen Tiere füttern, das muss irgendwie laufen. Aber es ist wirklich, ich bin unendlich dankbar, es hat immer irgendwie funktioniert. Ja, genau. Ich bin positiv. Ich bin nach diesem Ganzen, was
ich könnte stundenlang schnattern, aber es ist, was ich erlebt habe in den letzten 2 Seminaren, es ist, die Energie hat sich bei mir so gefestigt. Ich bin in so einem tiefen, entspannten Urvertrauen und und wenn ich nur ein Müh an Menschen dort draußen erreichen kann im Herzen und kann ihnen diese Freiheit und diese Liebe und die Dankbarkeit schenken, die ich fühle, dann ist schon so viel, ja, macht euch frei und genießt das Leben. Ja. Genießt das Leben. Ja, wie gesagt, Popcorn-Kino. Ja, entspannt euch, hört euch nicht so viel Schreckensmeldung an. Macht auch mal den Fernseher aus oder wenn am besten ganz und schaut euch schon vielleicht, wenn ihr möchtet, irgendwelche romantischen Filme oder irgendwas dergleichen. Ja, genau. Tut eurer Seele gut, geht raus in die Natur und segnet euren Körper mit den Dingen, die ja auch zeitgleich geschehen. Es geschieht so viel Schönes und Positives. Mhm. Ja, also ändert euren Fokus. Ja. Ja, schaut einfach die schönen Dinge. Und ich wünsche euch allen dort draußen die besten und schönsten Energien und die schönsten und großartigsten Erkenntnisse, auch im Rahmen von dem Kongress jetzt, weil die daran teilnehmen, alle ihr Bestes geben und wir haben ein wundervolles Feld. Und ich danke auch dir nochmal, dass du das hier alles möglich machst und auf die Beine stellst. Dankeschön. Also ich bin Teil eines Teams in dem Zusammenhang und da muss ich den Dank jetzt wirklich weitergeben an die Familie Titelmeier, die das Ganze hier auf die Beine stellt sozusagen. Ja, ja, also ich danke dir, liebe Kerstin. Du bist eine der Referentinnen, die wirklich ganz, ganz zuverlässig immer dabei ist und die wirklich so viel Herzblut hineinbringt. Es sind viele Referentinnen, die wir haben und Referenten, die auch sehr engagiert sind. Und du bist immer für mich persönlich ein besonderes Highlight. Ach, danke. Das freut mich einfach, weil du diese Quirligkeit hast, diese Heiterkeit und kein Blatt vor den Mund nimmst. Und das ist für mich die Qualität, die Channel-Medien heute haben sollten, eine Natürlichkeit behalten. Weil wir alle kommen in die Situation jetzt, dass wir mehr und mehr channeln. Jeder Einzelne von uns. Unwillkürlich, weil das nichts weiter ist als die Anbindung an die geistige Welt, die wir dann wahrnehmen und die uns zu Äußerungen bringt. Ob das jetzt in Form von Sprache ist oder indem man was aufschreibt oder eine Handlung tut oder was auch immer. Das ist alles, Channeling ist sozusagen kanalisiertes Wissen, das Ausdruck erfährt. Und in diese Möglichkeit kommen wir alle immer leichter. Und das ist ja mit auch die Absicht, zum Beispiel dieses Feldes der Heilung, das gerade so groß wird und immer größer werden wird. Also darüber sind wir ja alle so glücklich. Habt bitte ganz viel Spaß dabei. Habt ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei. Freut euch auf die Dinge, die da kommen. Ja. Freut euch wirklich mit ganzem Herzen. Ersehnt es, aber mit Freude. Wie ein kleines Kind, was es kaum erwarten kann, das größte Geschenk auszupacken. Ja, ganz genau. Mehr geht es. Und wenn jetzt ganz, ganz viele kleine Kinder, die sich dieses Video angeguckt haben, kleine Kinder in Anführungsstrichen, noch mehr von diesen wundervollen Videos sehen und hören möchten, einfach anmelden auf channeling-kongress.de, www.channeling-kongress.de und dort bekommt ihr 3 Gratis-Meditationen sozusagen zur Einstimmung. Wenn ihr eure E-Mail-Adresse hinterlasst, erhaltet ihr dann eben auch regelmäßig die Newsletter. Und dieser Newsletter enthält nämlich Links zum Beispiel zu diesem Video hier, das außerdem noch auf dem YouTube-Kanal stehen wird, aber eben auch zu vielen anderen Links, die in der Kongresswoche am 22. bis zum 30. Oktober gebraucht werden. Das sind nämlich die Links zu den Videos, die ihr euch dann täglich ansehen könnt. Und das alles steht in dem Newsletter. Vieles, vieles andere mehr. Auch weitere Gespräche erwarten euch da. Viele Infos, viele Neuigkeiten. Also lasst euch das nicht nehmen, wenn euch dieses Gespräch hier so fasziniert hat wie mich. Anmelden auf www.channeling-kongress.de. Ist kostenlos, kostet überhaupt nichts. Newsletter kriegt ihr dann und dann könnt ihr weiter euch diese wundervollen Videos anschauen. Ja, und damit möchte ich mich verabschieden und bedanke mich nochmal ganz, 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 ganz herzlich bei Kerstin. Ich habe auch zu danken, von ganzem Herzen. Von ganzem, ganzem Herzen. Und ich möchte zum Abschluss nochmal euch alle grüßen mit dem netten Satz: Bleibt in der Gesundheit und geht in die Liebe. So ist es. Namaste. So ist es. Danke. Ich danke dir. Danke, danke.